Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind. Es sind ja noch knapp 2 Wochen bis zur Bundestagswahl und ich nehme mal an, Sie sind auf eine Pressekonferenz, jagt die andere und Sie sind dann immer vor Ort. Auch diese hat in gewisser Weise, wenn sich das nicht sofort erschließt, mit der Bundestagswahl etwas zu tun. Aber zuvor möchte ich erstmal die Vertreter der friedenspolitischen Organisationen begrüßen. Wir haben heute den IPPNW, also Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges hier. Wir haben die ICAN hier, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Und das ist für mich neu, die IALANA, der International Association Lawyers Against Nuclear Arms. Unser Thema ist der Atomwaffenverbotsvertrag, der ab dem 20. September in den UN zur Unterzeichnung ausliegt und auch dann in Kraft tritt, wenn 50 Staaten unterzeichnet und ratifiziert haben. Die Frage ist, wird Deutschland diesen Vertrag unterzeichnen, möglicherweise mit einer neuen Regierung? Und was bedeutet das dann für die Stationierung von US-Atomwaffen in der Eifel? Was steht überhaupt in dem Programm der Parteien zum Thema Atomwaffenverbot und was denken überhaupt die Bürger und Bürgerinnen über dieses Thema? Diese Fragen wollen wir erörtern. Und zu meiner Linken ist Professor Manfred Mohr von der IALANA. Dann haben wir Xanthi Hall. Das ist, so spricht man es richtig aus. Sie ist die Abrüstungsexpertin von IPPNW. Und von ICAN Sascha Hach, den kennen wir schon vom letzten Mal sozusagen, er ist sozusagen wieder mit dabei. Und ich würde sagen, wir fangen mit Ihnen an, Herr Hach. Vielen Dank, Frau Papenburg. Herzlich willkommen. Wir haben die drei Vorträge so aufgesplittet, dass ich zunächst auf den aktuellen Kontext eingehen werde und Ihnen dann, also den aktuellen Kontext, die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit Atomwaffen und Ihnen dann die Umfrageergebnisse vorstellen werden. Frau Hall wird Ihnen dann anschließend Näheres zu der Geschichte sozusagen des Atomwaffenverbotes berichten, den einordnen, politisch und auch auf die Konsequenzen, speziell für Deutschland, eingehen und Herr Mohr wird dann nochmal die völkerrechtlichen Aspekte genau unter die Lupe nehmen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die besorgniserregenden Nachrichten zu Atomwaffen ja überschlagen. Wir erleben heute eine Renaissance der nuklearen Aufrüstung und diese Renaissance ist die logische Konsequenz aus dem Festhalten an der Abschreckung. Die Abschreckung soll ja eigentlich Sicherheit bringen, aber wir haben in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass sie in Wirklichkeit Eskalationen bringt. Beispiele für die Eskalation dieser Aufrüstungsspirale muss man gar nicht lange suchen. Russland drohte schon im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise offen gegenüber der NATO mit nuklearen Maßnahmen. Die NATO wiederum hat Truppen verlegt. Beide Seiten rüsten zurzeit massiv ihre Atomwaffenarsenale auf und modernisieren ihre Sprengköpfe. Neuesten Meldungen zufolge will die NATO ihre Einsatzbereitschaft, die Einsatzbereitschaft der Flugstaffeln mit nuklearen Sprengköpfen erhöhen und andere Maßnahmen ergreifen. Die Regierungsspitzen in den USA, Russland und Nordkorea haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten überboten in der Demonstration ihrer nuklearen Überlegenheit. Und auch in Deutschland und in Europa verführt dieser Hahnenkampf Politiker, aber auch Journalisten und Thinktanks mitzuziehen. Der Höhepunkt liegt gerade mal 3 Wochen zurück. An diesem Höhepunkt der nuklearen Abschreckung stand die Welt vor dem nuklearen Abgrund. Kim Jong-un drohte offen mit dem Angriff auf den US-Außenposten Guam, testete Raketen, die bis ins US-Territorium reichen, und Trump reagierte mit der Drohung, Pyongyang auszulöschen oder auch das gesamte Land von der Landkarte auszuradieren. Möglicherweise hat uns nur die Intervention Chinas vor einem Atomkrieg bewahrt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber nach diesen gegenseitigen Drohungen ist der chinesische Präsident aufgetreten und erklärte, dass wenn die USA Nordkorea angreifen würden, China
auf Seiten Nordkoreas stünde, wenn jedoch Nordkorea angreifen würde, China sich neutral verhalten würde. Und einen Tag später gab dann Kim Jong-un bekannt, dass er auf sozusagen die Realisierung seiner Androhung verzichten würde. Und es ist wohl davon auszugehen, dass es da sozusagen nicht nur einen zeitlichen Zusammenhang gibt, sondern dass es dass ihm der chinesische Präsident sozusagen es ermöglicht hat, das Gesicht zu wahren und sozusagen die Drohung zurückzunehmen, ohne dass er das auf Druck hin getan hätte. Das bedeutet also, wir sind vielleicht nochmal davongekommen. Es bedeutet aber auch, dass im Fall der Eskalation dieser momentan akuten Krise gleich drei Atommächte in den Konflikt verwickelt wären. Und dann letzte Woche kam dann der Wasserstoffbombentest Nordkoreas hinzu, der deutlich macht, dass das Land in der Entwicklung seines Nuklearwaffenarsenals schon viel weiter ist, als es Experten und Politiker weltweit bisher befürchtet hatten. Ja, meine Damen und Herren, das ist also der tatsächliche Zustand, in den uns die Denke der Abschreckung geführt hat und mit Sicherheit und Frieden, das glaube ich, kann man sagen, hat es eben nicht sehr viel zu tun. Und vor diesem Hintergrund war es uns ein Anliegen, zu dieser Pressekonferenz einzuladen, denn es gibt auch eine Gegenbewegung zu dieser Logik, über die in der Vergangenheit zu wenig berichtet wurde. Und wir freuen uns deswegen ganz besonders, dass heute so viele von Ihnen gekommen sind und dass Sie sich die Zeit genommen haben, insbesondere vor der Bundestagswahl, Ihr Interesse auch anderen Nachrichten zu Atomwaffen zu schenken, positiven Nachrichten und Meinungen, die der Berichterstattung und der öffentlichen Debatte unserer Meinung nach würdig sind. Und ja, vielleicht ist es sogar für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik wichtig, dass der öffentliche Diskurs über Atomwaffen mit diesen Nachrichten und Meinungen, die wir Ihnen heute anbieten wollen, in eine bessere Balance kommt. Die erste Nachricht wurde schon erwähnt, das haben Sie vielleicht in der Vorbereitung schon gesehen, in der Einladung. Die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft hat gegen die Aufrüstungsdynamik ihre Stimme erhoben und ein Stoppschild hochgehalten und am 7. Juli diesen Jahres einen Vertrag verabschiedet in den Vereinten Nationen. Und dieser Vertrag wird am 20. September, also in knapp einer Woche, zur Unterschrift eröffnet. Und das ist von historischer Bedeutung insofern, als es ein vergleichbares Aufbegehren der atomwaffenfreien Staaten gegenüber den Atomwaffenstaaten und der Abschreckungspolitik in dieser Form und mit einer so einem klaren völkerrechtlichen also einer klaren völkerrechtlichen Manifestation in so verbindlicher Weise noch nie gegeben hat. Also so eine handfeste politische Konfrontation konnten wir in den letzten 50 Jahren eigentlich nicht beobachten. Und die zweite gute Neuigkeit sind die Ergebnisse der YouGov-Umfrage, die ICAN in Auftrag gegeben hat. Und diese zeigt, dass die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung in dieser Situation der Hysterie Common Sense bewahrt und die Hysterie nicht mitmacht. Sie erteilt der Aufrüstung eine Absage und unterstützt zu 71% die Aussage, dass die Bundesregierung den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen unterzeichnen soll. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Bundesregierung die Verhandlungen ja boykottiert hat. Und wir haben das auch in der Frage der Umfrage thematisiert, sodass die Bürgerinnen und Bürger, die darauf geantwortet haben, sich sozusagen auch gegen das Handeln ihrer Regierung, der sie in außen- und sicherheitspolitischen Fragen in Deutschland, in den meisten jedenfalls, eigentlich vertraut und eher sozusagen eine positive Haltung zur außenpolitischen Kompetenz der Bundesregierung hat. Also in diesem Fall in der Bundesregierung mussten die Befragten sozusagen aktiv widersprechen. Die Frage lautete, im Juli diesen Jahres haben 122 Staaten bei den Vereinten Nationen New York einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich nicht
an den Verhandlungen beteiligt. Das Abkommen verbietet unter anderem dann verschiedene Verbote. Ab September können alle Staaten der Welt Mitglied des Vertrages werden. Sollte Ihrer Meinung nach die künftige Bundesregierung dem Vertrag beitreten? Mit Ja antworten 21% der Bevölkerung, mit Nein nur 14% der Bevölkerung. Keine Angaben machten 15%. Weitere interessante oder aus unserer Sicht bemerkenswerte Ergebnisse dieser Umfrage, also die Umfrage wurde unter Teilnahme von über 2000 Bürgerinnen und Bürger, die älter als 18 Jahre sind und ist damit wurde gewichtet und ist damit auch repräsentativ. Weitere interessante Ergebnisse sind, dass die Anhänger aller Parteien in überwältigender Mehrheit sich der Forderung, sich dem Atomwaffenverbot anzuschließen, also diese Forderung unterstützen. Es sind 76%, also sozusagen über dem Gesamtwert in der CDU-CSU, also von Leuten, die die CDU-CSU bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben. Es sind sogar 83% der Bürgerinnen und Bürger, die bei der letzten Bundestagswahl die SPD gewählt haben. Und es sind bei den Linken 79%, bei den Grünen 85%. Auch bei FDP und AfD geht die Tendenz in die gleichen Größenordnungen. Ebenso bei den sonstigen Parteien. Die einzige Gruppe, die einen etwas niedrigeren Wert, aber trotzdem noch eine deutliche Mehrheit bildet zur Unterstützung von Atomwaffenverbot, sind Nichtwähler. Ja, und mit diesen Umfrageergebnissen möchten wir natürlich ganz gerne die Parteien und die Bundestagskandidaten auch konfrontieren. Sie haben vielleicht gesehen, dass wir auch eine Kampagne gestartet haben, in der wir alle Bundestagskandidaten zum nächsten Bundestag auffordern, sich zu dieser Frage zu positionieren, ob Deutschland an dem Vertrag teilnehmen soll. Und was genau der Vertrag alles umfasst, wie es überhaupt zu diesem Moment gekommen ist, das wird mir jetzt gleich meine Kollegin ein bisschen näher erklären. Danke. Ja, guten Tag, mein Name ist Ho. Ich bin von der Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, kurz gesagt IPPNW. Und diesen Vertrag, der dann ja vorne ausliegt, wenn jemand noch nicht eine Kopie davon hat, hat einen wichtigen Grundsatz hinter ihn. Und das begann in 2010, dass eine Reihe von Staaten haben das bei dem Atomwaffensperrvertrag-Konferenz schon eingebracht. Dieser Grundsatz ist, dass jeglicher Einsatz von Atomwaffen, sei es auch nur von einer Atomwaffe oder oder mehrere, jeder Einsatz würde katastrophale humanitäre Folgen bedeuten. Und das wurde dann ja anerkannt, schon in 2010. Und über die letzten 7 Jahre haben sich dann ja so eine Gruppe von Staaten dann ja um diese Aussage dann ja gebildet und die Konsequenzen aus dieser Aussage. Die katastrophale Folgen von Atomwaffen würde zunächst von einer Gruppe von 159 Staaten, die nannten sich dann die humanitäre Initiative, als inakzeptabel anerkannt und der Einsatz von Atomwaffen deswegen ohne Ausnahme ausgeschlossen. Das heißt, diese Staaten dann haben erklärt mehrmals in verschiedene Foren, dass sie dann niemals akzeptieren würde, dass Atomwaffen eingesetzt werden. Deutschland hat diese Initiative nicht angeschlossen. Und da folgten dann über die Jahre 2013 2013 und 2014 dann 3 Fachkonferenzen von Staaten, wo auch Experten und
aus der Zivilgesellschaft und vor allem Hilfsorganisationen auch diese Folgen vorgestellt haben, was für Folgen dann es tatsächlich geben würde, nicht nur medizinische, auch ökonomische, soziale. Und diese Folgen, also es wurde dann festgestellt, vor allem von den humanitären Organisationen wie Rote Kreuz, UN und so weiter, dass es dann keine sinnvolle Hilfe geben kann, wenn eine Atomwaffe eingesetzt wird und natürlich dann auch nicht, wenn mehrere eingesetzt werden, also wenn es zu Atomkrieg kommt. Das heißt, dass die einzige Antwort, politische Antwort auf diese Feststellung ist, dass der Einsatz präventiv, also verhindert werden sollte. Auch das Risiko, haben Sie festgestellt, sei erhöht. Das wird in der Zeit, wo das diskutiert wurde, dann ja widersprochen von den Atomwaffenstaaten. Aber es wurde von allen Experten und die Mehrheit der Staaten auch plausibel akzeptiert, dass es dann ja tatsächlich das Risiko jetzt heutzutage noch höher ist als sogar im Kalten Krieg. Wo normalerweise würde man dann ja denken, das war die schlimmste Zeit in den 80er Jahren, aber dadurch, dass es mehr Atomwaffenstaaten gibt, auch andere Risiken, wie zum Beispiel von Cyberkrieg, Krieg und so weiter, dann und Hacking. Das gibt ja heutzutage einfach eine unberechenbare Situation und deswegen sei das Risiko erhöht. Der Schritt-für-Schritt-Ansatz der Bundesregierung, die dann ja auch bei den Atomwaffenstaaten dann bevorzugt wird und auch bei den anderen Alliierten, wurde dann ja auch von dieser Gruppe als gescheitert gesehen. Die haben dann ja eine andere Lösung gefunden. Und also bei dem letzten Atomwaffensperrvertrag-Konferenz in 2015, es gab keine Einigung mehr zwischen den Nicht-Atomwaffenstaaten und die Atomwaffenstaaten über ein weiteres Verfahren, die den Atomwaffensperrvertrag umzusetzen. Deswegen hat die UN dann ja entschieden, eine Arbeitsgruppe zu machen in 2016. Und diese hat dann ja mit einer Mehrheitsabstimmung dann festgestellt, dass ein Verbotsvertrag dann den erfolgsversprechendste Schritt zur vollständigen Abrüstung sei. Und daraufhin war in 2016 eine Abstimmung in der UN-Vollversammlung und das erteilte dann ein Mandat für eine Verhandlungskonferenz in 2017. Diese erfolgte dann in zwei Verhandlungsrunden, in März und in Juni und Juli. Und dazwischen waren viele informelle Konsultationen. Das resultierte in der Verabschiedung am 7. Juli, was schon mal gesagt wurde von Sascha. Diese Abstimmung war dann ja mit einer großen Mehrheit. 122 Staaten haben dafür gestimmt, eine dagegen, Niederlande, und eine hat sich enthalten, das war Singapur. So, wie geht es denn weiter? Also es wurde auch schon gesagt, dass am 20. September wird die Unterzeichnung beginnen. Also das wird dann jetzt bei dem sogenannten High-Level-Segment in der Vollversammlung beginnen und bei Anwesenheit der Minister. Wir erwarten nicht am ersten Tag, aber über die nächste Zeit dann schon, dass alle 122 Staaten, die dafür gestimmt haben, dann auch unterzeichnen werden. Es sei denn, die bekommen zu viel Druck von den Atomwaffenstaaten und ihre Alliierten. Und dazu möchte ich dann kurz auch sagen, diesen Druck besteht, das wissen wir. Und es sind nicht nur das, was wir also auch mal tatsächlich belegen können. Während der Abstimmung in 2016 hat die USA auch mal ein Papier zirkulieren lassen unter den NATO-Mitgliedern, dass sie dann nicht dafür abstimmen sollten, dass es diese Verhandlungskonferenz geben sollte, sondern sie haben ja auch gesagt, sie sollen sich nicht anschließen an den Vertrag. Und jetzt haben wir dann ja auch mal mitbekommen von Quellen innerhalb der norwegischen und schwedischen Regierung, dass es Druck gegeben hat, in etwa vor ein halbes Jahr dann ja auch nicht teilzunehmen an den Verhandlungen.
und sogar aus Deutschland. Deutschland wurde dann ja explizit erwähnt als eine, der Druck gemacht hat, das nicht mehr zu machen. Also sie machen kräftig mit, diesen Druck auszuüben. Trotzdem meinen wir, dass die 122 Staaten wahrscheinlich zusammenhalten werden. Und 90 Tage nach der 50. Ratifizierung wird diesen Vertrag in Kraft treten. Wir erwarten, das ist jetzt vielleicht optimistisch, aber wir erwarten, dass es bis Ende 2018 diesen Vertrag auch in Kraft treten könnte. Was sind dann die Auswirkungen dieses Vertrags? Also außer diese generelle Delegitimierung der Atomwaffen, da bilden wir dann hier mit diesem Vertrag eine Norm. Da hoffe ich, dass mein Kollege dann mehr darüber sprechen wird im Völkerrecht. Auch ohne Besitzerstaaten ist das möglich. Das haben wir schon mal gesehen mit dem Chemiewaffenkonvention, mit Landminen und Streumunition, dass man dann ja nicht immer die Besitzerstaaten braucht, um dann ja eine Norm zu bilden im Völkerrecht. Dieser Vertrag bietet auch einen Prozess an für die Atomwaffenstaaten und Staaten, die dann ja nukleare Teilhabe dann ja praktizieren, auch abzurüsten. Es bietet auch konkrete Hilfe für Atomopfer und Umweltsanierung. Das ist für uns in der IPPNB besonders wichtig, dass das tatsächlich jetzt die Opfer von all diesen Atomtests auch von den Staaten Hilfe bekommen, die dann ja diese verursacht haben. Und es verbietet dann Hilfeleistung für verbotene Aktivitäten. So, somit kann man dann ja auch die Banken ansprechen wegen der Finanzierung von Atomwaffen und auch die Frage der Transit kann man dann ansprechen unter anderem. Da werden dann ja eine Reihe von nationalen Gesetze dann ja geändert, wenn ein Staat diesen Vertrag unterzeichnet. Für Deutschland sind die Auswirkungen auch interessant. Die nukleare Teilhabe, das heißt die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland, widerspricht geltendem Völkerrecht und die nukleare Abschreckung ist nach diesem Vertrag dann verboten. Bisher hat sich Deutschland immer solche Verträge angeschlossen, also alle multilaterale Abrüstungsverträge sind unterzeichnet von Deutschland und eine Ablehnung dieses Vertrags wäre ein Präzedenzfall und nur zur Erklärung durch die NATO-Mitgliedschaft. Und eigentlich ist aber Deutschland nicht irgendwo durch diese NATO-Mitgliedschaft rechtlich gezwungen, außerhalb des Vertrags zu bleiben. Durch den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und die Nichtteilnahme an der Nuclear Planning Group in die NATO könnte Deutschland auch beitreten und immer noch NATO-Mitglied bleiben. Ein Nichtbeitritt von Deutschland würde die Ächtung von Atomwaffen unterminieren. Und es würde auch heißen, dass diese Wandel in der internationalen Abrüstungspolitik sollte Deutschland anschließen und statt eine alte Weltordnung und diesen kalte Kriegsdenken weiterhin zu unterstützen. Danke. Ja, hallo, guten Tag. Ich werde versuchen, aus der Sicht eines Völkerrechtlers noch einige Akzente zu setzen, ohne das zu wiederholen, was bereits gesagt wurde, was den Inhalt des Vertrages anlangt, das Zustandekommen des Vertrages, die Punkte, die also schon erwähnt wurden, nicht nochmal wiederholen und eher versuchen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Bin gespannt auf Ihre Fragen. Ich will 4 Dinge herausstellen in der gebotenen Kürze. Erstens etwas zu dem Prozess. Die Daten sind genannt worden, die Beteiligten sind erwähnt worden.
Für mich als Völkerrechtler oder auch Experte für humanitäres Völkerrecht war es eigentlich überraschend, dass man sich jetzt den katastrophalen humanitären Konsequenzen eines Kernwaffeneinsatzes zuwandte. Für mich war das von Anfang an, praktisch von Geburt an, von dem Punkt an, wo ich mich damit beschäftigt habe, immer klar, dass es katastrophale Auswirkungen gibt. Hiroshima, Nagasaki sind ja nicht Dinge, die man sich ausgedacht hat. Also ich war etwas überrascht, um es mal so zu sagen, dass mit einmal das ein Konferenzthema wurde. Der Hintergrund dafür war aber, oder ist weiterhin, dass die Kernwaffenthematik sozusagen schlummerte. Man hat sich damit nicht befasst, völkerrechtlich nicht, es gab keine Verhandlungen, die UNO war blockiert und es war gewissermaßen eine Art Trick, das Ganze über dieses Thema wieder aufzurollen und eine Dynamik zu entwickeln, die letztlich zum Erfolg führte zu diesem Atomwaffenverbotsvertrag. Weiterhin etwas Neues für mich, auch als Beobachter, eben als Experte in diesem Bereich, die Rolle der Zivilgesellschaft. Wir vertreten die Zivilgesellschaft in Deutschland mit diesen drei Organisationen hier an diesem Tisch. So etwas hat es noch nie gegeben aus meiner Beobachtung, dass nichtstaatliche Akteure, zivilgesellschaftliche Personen, Leute beteiligt waren an den Verhandlungen, unmittelbar auf den Vertragstext auch Einfluss nehmen konnten. Das ist phänomenal, absolut neu. Die Alana, die ich hier vertrete, die Juristen gegen Kernwaffen, Juristinnen und Juristen gegen Kernwaffen, haben es geschafft, bestimmte Stellen im Vertrag reinzuschreiben, zu vermitteln, wie es auch die anderen Organisationen geschafft haben, ihre Akzente zu setzen. Und damit sind die Vereinten Nationen gestärkt worden. Es gibt eine jahrzehntelange Diskussion dazu, dass man die UNO demokratisieren sollte, dass nicht nur die Mitgliedstaaten das Sagen haben sollen. Jetzt ist es wirklich gelungen, so eine Art Demokratisierung im Ansatz in die UNO hineinzutragen. Und die UNO hat endlich wieder ein Wort gesprochen zum Thema Abrüstung, speziell nukleare Abrüstung, was eben jahrzehntelang nicht möglich war. Sandy hat schon darauf hingewiesen, dass das alles funktioniert hat, trotz des massiven Boykottagierens der USA und anderer Verbündeter. Und das waren eben Handlungen aus dem Oktober 2016 noch unter der Obama-Regierung. Wir haben diese Papiere, wir haben sie veröffentlicht. Das liegt aus einem Dokument der Jalana, wo das ganze Dokument zu finden ist, also diese US-Demarsch, die tatsächlich auch sagt, ihr sollt euch nicht beteiligen, NATO-Staaten, an diesen Verhandlungen, weil dann unsere Doktrin offengelegt würde und die Rechtswidrigkeit auch dieser NATO-Doktrin klar würde. Also man hat direkt darauf hingewiesen, was das Ganze bedeutet politisch. Ein zweiter für mich wichtiger Punkt ist die Einordnung des Vertrages in das gegenwärtige Völkerrecht. Das Völkerrecht kennt kein spezielles vertragliches Verbot von Kernwaffen. Das ist ein Manko, das ist eine Art Lücke. Aber diese Lücke besteht nur scheinbar, weil das humanitäre Völkerrecht, das sogenannte Kriegsvölkerrecht, das Waffenverbote enthält, Kriegführungsregeln postuliert, ist anwendbar auf alle Waffeneinsätze, ob es dazu einen Vertrag gibt oder nicht. Und ganz klar, jeder Kernwaffeneinsatz widerspricht dem geltenden humanitären Völkerrecht, weil er nicht unterscheidet, dieser Einsatz zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, weil die Zivilbevölkerung per se nicht geschützt ist bei einem solchen Schlagabtausch und weil viele andere Regeln auch verletzt werden. Das genau hat der Internationale Gerichtshof im Haag festgestellt, 1996 schon, in einem Gutachten, das auch damals von Jalana, IPPNW, anderen Organisationen mit angeschoben wurde. In einem Gutachten hat der Gerichtshof erklärt, jeglicher Kernwaffeneinsatz, auch jegliche Kernwaffeneinsatzdrohung widerspricht dem humanitären Völkerrecht. Punkt. Und damit war die Rechtswidrigkeit klar aus der Sicht des Gerichtshofs, klar für alle völkerrechtlichen Beobachter. Und das Ganze ist jetzt auch bekräftigt worden durch den Vertrag. Also man nimmt den Faden wieder auf, der damals vom Gerichtshof schon sozusagen in die Diskussion gebracht wurde und sagt jetzt in Form des Vertrages, ja, so ist es. Es gibt ein Einsatzverbot, es gibt ein Einsatzdrohungsverbot und es gibt weitere Verbotsregeln, auf die schon hingewiesen wurde. Und das gibt die Möglichkeit für einen Völkerrechtler oder auch ja, für politische Akteure zu sagen, dann gilt das Ganze auch ohne den Vertrag. Weil es gibt so etwas wie Gewohnheitsrecht. Das kennen Sie vielleicht aus Alltagspraxis, Gewohnheitsrecht, dass ich meinen Wagen da und da mal parken kann. Das ist nicht geregelt, aber das wird von allen Kolleginnen und Kollegen so akzeptiert. Das Übertragung aus Völkerrecht heißt, es gibt Verträge und die sind das bessere, das klarere Völkerrecht.
in Ordnung. Aber es gibt auch ein Gewohnheitsrecht als zweite Quelle des Völkerrechts, gleichrangig. Und das entsteht dann, wenn Staaten sich zu irgendetwas bekennen. Wenn sie zum Beispiel in den Vertrag reinschreiben, es gibt ein Androhungs- und Anwendungsverbot für Kernwaffen, dann zeigt das, dass die Staaten diese Überzeugung haben, als eine Rechtsüberzeugung. Und dieser Prozess ist ganz wichtig, weil er führt dann dazu, nochmal gesagt, dass auch ohne Ratifikation des Vertrags, ohne ihm beizutreten, die Grundsubstanz dieses Instruments als Völkergewohnheitsrecht anwendbar ist. Das haben die USA erfahren müssen im humanitären Völkerrecht. Es gibt zu den Genfer Abkommen von 1949 zwei Zusatzprotokolle aus dem Jahr 1977. Die USA haben sich bis dato geweigert, die zu ratifizieren. Das werden sie auch nie tun. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, hat daraufhin oder in diesem Kontext diese Protokolle analysiert und festgestellt in einem Riesenkompendium, was als Völkergewohnheitsrecht sowieso gilt im humanitären Völkerrecht. Und siehe da, unterm Strich sind die USA über das Völkergewohnheitsrecht an die meisten Regeln dieser beiden Zusatzprotokolle gebunden. Und so etwas könnte man auch für das Kernwaffenverbot argumentieren. Drittens, ganz kurz etwas zu der Tatsache, dass dieser Verbotsvertrag ein Instrument der humanitären Abrüstung ist. Humanitäre Abrüstung ist ein Konzept, das sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Landminen-Streubombenverträge sind Ausdruck dieses Konzepts und das bedeutet eigentlich, dass man keine Ideallösung unbedingt anstrebt mit diesen Verträgen, dass es nicht die klassischen Abrüstungsverträge mehr sind, der große politische Wurf, sondern dass man pragmatisch im humanitären Sinne bestimmte Sachen reguliert. Sandy hat schon darauf hingewiesen, es gibt im Vertrag wichtige Normen, die auch aus dem Menschenrechtsansatz entstanden sind, zum Schutz der Opfer, zum Schutz auch von Opfern von Kernwaffentests, wie sie auf den Marshallinseln stattgefunden haben. Und es gibt Regeln zur Umweltsanierung. Das ist auch etwas, was im Vertrag Bestand hat und wichtig ist, auch wenn die Kernwaffenstaaten sich dem Vertrag nicht anschließen werden. Und insoweit ist dieser Vertrag auf der Höhe der Zeit im Sinne eines humanitären Abrüstungsdokuments. Schließlich viertens zur politischen Bedeutung ist schon sehr viel gesagt worden. In jedem Fall haben wir als zivilgesellschaftliche Organisationen, haben politische Kreise in diesem Land Argumentationshilfe durch den Vertrag erfahren. Auch wenn der lange noch nicht in Kraft treten wird, auch wenn sich Deutschland ihm vorher nicht anschließen wird, es gibt die Effekte der Delegitimierung. Es gibt einen viel höheren Rechtfertigungsgrund zu erklären, warum wir diese wenigen Atombomben dann Büchel eigentlich brauchen und wieso die da stationiert sind, was das für einen Sinn macht. Das alles bringt der Vertrag als eine politische Bezugnahmemöglichkeit, die wir haben, also eine Verbesserung der Argumentationsbasis. Auch im Hinblick auf die Situation in Nordkorea oder das Verhalten Nordkoreas, auch für die Vereinten Nationen gibt es Möglichkeit, sich auf den Vertrag zu beziehen, auf die Verbotsregeln, auf die Grundsätze dieses Vertrages in der Präambel beispielsweise von Sicherheitsratsresolutionen. Also das Ganze füllt Dinge aus, die bisher nicht als Rechtsansatz vorhanden sind. Bildungsarbeit wird betont auch im Vertrag und wir werden das aufnehmen als Organisation und uns damit weiter beschäftigen. Ich will sagen, der Vertrag ist Ausdruck einer bestimmten Eigendynamik, die sich fortsetzen wird, unabhängig von der tatsächlichen Vertragsmitgliedschaft und markiert einfach einen Meilenstein auf dem Weg zur nuklearen Abrüstung, zur Beseitigung von Kernwaffen. Wir werden sehen, ob es noch weiterer Verträge bedarf, um tatsächlich die Waffen zu beseitigen, die Kernwaffen, oder ob der Vertrag, weil der auch sehr flexibel angelegt ist, schon den Rahmen dafür setzen kann, dass die Atomwaffen verschwinden. Und das ist der zentrale Punkt. Es geht um nukleare Konzepte, richtig, Doktrinen, die muss man kritisieren oder hinterfragen. Es geht aber eigentlich darum, die Waffe zu liquidieren, weil die bloße Existenz der Kernwaffen, das ist das Problem, das ist die große Gefahr, vor der die Menschheit noch steht und das ist das, was wir überwinden müssen. Weg mit den Kernwaffen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Professor Mohr hat es gerade gesagt, er freut sich auf einen Austausch mit Ihnen. Deswegen würde ich mal die Fragerunde eröffnen. Also wer von Ihnen hat Fragen? Fangen wir mit Ihnen an. Ja, genau. Sie. Ich habe mal über die Rechtsgesellschaft, die Umfrage.
Frage, Ergebnisse sind ja für dich immer sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite, wenn man das Ranking der Themen, zum Beispiel diesen Wahlkampf anguckt, das, was die Bevölkerung tatsächlich interessiert, das kann ja überhaupt aufgeführt wird, das Thema. Wie erklären Sie sich, dass das Interesse der Bevölkerung offensichtlich an diesem Thema vergleichsweise gering ist, obwohl es ja im wahrsten Sinne des Wortes um den Wahlkampf geht? Aha. Ja, gerne. Ja, das ist natürlich etwas, mit dem wir zu kämpfen haben und was wir auch mit dieser Pressekonferenz unter anderem versuchen zu bekämpfen. Ich glaube, es ist sicherlich mehrschichtig und es gibt wahrscheinlich keine sozusagen nicht die Antwort auf die Frage. Also am Sachverhalt selber kann es nicht liegen, weil ja Atomwaffen neben dem Klimawandel eigentlich die einzige wirkliche globale Bedrohung oder die Existenzgrundlage der gesamten Menschheit bedrohen. Also sozusagen die Relevanz des Themas sozusagen in Substanz, im Gehalt der Bedrohung ist, glaube ich, ziemlich klar. Die aktuellen Entwicklungen sind eigentlich auch so, dass Atomwaffen Thema Nummer eins sein könnten und das punktuell auch sind. Deswegen ist vielleicht auch die Frage gar nicht so, sind eigentlich Atomwaffen ganz aus dem Wahlkampf verschwunden, sondern welche Perspektive darauf ist irgendwie untergegangen und warum? Und uns ist eben aufgefallen, dass selbst wenn es beispielsweise andere Gipfel parallel stattgefunden haben zu den Verhandlungen oder sogar zum Abschluss des Vertrages, die zum Teil wenige Ergebnisse oder keine Ergebnisse hatten, G20-Gipfel beispielsweise war so eine zeitliche Koinzidenz, wurde dennoch nur einseitig darüber berichtet, wo sozusagen die Mächtigen sitzen oder wo zum Teil auch die Atomwaffenstaaten sitzen. Die Perspektive auf die ganzen anderen Staaten, also auf die Schwachen, wenn man so will, auf die keine Atomwaffen haben, hat es sehr schwer in den öffentlichen Diskurs durchzudringen. Und obwohl wir, das haben wir jetzt ja schon mehrmals betont, eigentlich ein historisches Ereignis haben, auch mit einer gewaltigen geopolitischen Bedeutung, weil es nämlich das gesamte System der Vereinten Nationen und der Weltordnung auf den Kopf stellt. Also sozusagen die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft stimmt offiziell in einem UN-Gremium, der Generalversammlung, gegen die Mitglieder des Sicherheitsrates. Also es ist eigentlich eine Revolution oder ein Kampf, eine Rebellion, eine Kampfansage, ein Aufbegehren. Und selbst dieses Ereignis hat es nicht geschafft, in die Medienberichterstattung hinein, weil alle fixiert sind auf das Agieren derjenigen, die diese Waffen haben. Also wir haben tatsächlich auch mit einer Medienberichterstattung zu kämpfen, die bestimmte Entwicklungen, Aspekte außer Acht lässt und dadurch kommen wir mit dem Thema oder mit den Entwicklungen auch gar nicht erst zu den Bürgern, die darüber nicht informiert sind und deswegen sich auch kaum eine Meinung bilden können und deswegen auch nicht diese Relevanz hat. Was wiederum dahinter steckt, ist schwierig zu sagen. Es ist sicherlich nicht, dass die Journalisten nicht kompetent sind oder so, aber ich glaube, es gibt durchaus so eine Binnenperspektive im Westen. Man kann Ähnliches auch beobachten in Bezug auf die aktuellen Naturkatastrophen, die Überschwemmungen, die Stürme, dass sozusagen alles nach Florida schaut, während sozusagen in anderen Weltregionen viel Schlimmeres passiert. Und ich glaube, davon ist die gesamte Gesellschaft, die Politik, auch die Journalisten befangen. Es hat nichts mit Relevanz zu tun, es hat auch nichts mit dem News-Wert zu tun, weil das ist ja sozusagen der Mann, der den Hund beißt, wenn das passiert, was passiert ist, sondern es hat offenbar eher mit Sozialisierung und vielleicht auch sozusagen sozialpsychologischen Hintergründen zu tun. Und das ist auch der zweite Grund, weswegen zumindest solange die Atomwaffen jetzt nicht aufgrund der Eskalationsdynamik Thema waren, konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass man das Thema einfach verdrängen will. Also dass es sich auch ein bisschen um ein Verdrängungsphänomen handelt, dass es nicht Eingang in den öffentlichen Diskurs findet. Und wenn es aufpoppt, dann dominiert wieder diese etwas hysterische Angstperspektive. Und sozusagen in dieser soziopsychologischen Konstellation, wo alle aufgeheizt sind, auf Trump gucken, auf Kim Jong-un gucken und so weiter, ist es schwierig, mit einer Nachricht sozusagen der Besonnenheit und
sozusagen sagen, ja, jetzt wir müssen das Völkerrecht stärken, schaut doch mal, es gibt all diejenigen, die das eigentlich nicht mitmachen wollen, durchzudringen. Es ist ein bisschen, mir kommt immer wieder das Bild in den Kopf, wie auf so einem Schulhof, wo sich halt so die zwei Alpha-Männchen in der Pubertät streiten und dann versammelt sich um die eine Gruppe, die gegebenenfalls sogar noch anfeuert und dadurch das Ganze dann noch hochtreibt. Und sozusagen das, was eigentlich passieren müsste, nämlich dass die Leute dem den Rücken zukehren, das verurteilen, sich dem abwenden, das würde sozusagen die Eskalation verhindern. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess in der Gruppendynamik zu realisieren. Und das ist sozusagen das, was wir versuchen und was auch diese Staatenbewegung versucht, sich zusammenzutun und zu diesem, diesem Hahnstreit sozusagen den Rücken zu kehren und dem das Publikum zu entziehen, damit er aufhört. Frau Holl, vielleicht fragen wir erstmal, Sie hatten sich gemeldet oder hat sich die, Sie sagten, wollen wir was dazu sagen, was hat sich vielleicht eventuell schon geschafft? Ja, ich wollte nur zum Wahlkampf was sagen, weil ich denke, das wird dann oft von den Politikern selbst dann bestimmt, was ist Thema im Wahlkampf. Ne? Und dann haben wir dann ja auch natürlich als ICAN und IPPNW sehr stark versucht, auch Einfluss zu nehmen auf dem Wahlprogramm damals, als die das jetzt geschrieben haben, die Parteien. Und da haben wir dann ja auch dort gemerkt, wie schwierig es ist, das Thema überhaupt mal da rein zu. Sie wollten sich alle partout, außer die Linke und die Grünen, nicht äußern zu diesem Thema Verbot, ja, also Atomwaffen, ne, so war allgemeine Floskeln zu einer Abrüstung wäre wichtig, ne, das sehen wir jedes Mal. Aber sich zu positionieren zu diesem Punkt Atomwaffenverbot wollten sie nicht. Und die bringen das nicht ein. Außenpolitik ist ja meistens nicht besonders hochgesetzt im Wahlkampf. Und deswegen ist es auch schwierig, wir wissen das ja von vornherein, wir kriegen das nicht als zentrale Punkt im Wahlkampf rein. Aber natürlich versuchen wir trotzdem, die Kandidatin durch diese Kampagne das bewusst zu machen, das ist dann ja doch eine Frage ist, die beantwortet werden sollte. So. Und deswegen haben wir auch viele unsere Mitglieder gesagt, geh mal auf die Wahlkampfveranstaltung, frag diese Frage, weil es sonst dann gar nicht vorkommt. Und ja, ich hoffe, das antwortet Ihre Frage. So, jetzt Sie. Ja, wenn sich die... Sie hatten kurz gesagt, es wurde Druck gemacht auf die Verhandlung. Da fällt einem ja dann ein, die machen ja nur Druck, weil Gefahr droht. Aber muss den Atomwaffenstaaten den Sonnenvertrag wirklich imponieren? Können Sie das nicht bräsig auch aussetzen? Also, nochmal, in diesem Papier, was wir veröffentlicht haben, des amerikanischen Außenministeriums, wird haarklein erläutert, warum man sich der Boykottlinie anschließen soll, warum es sozusagen ein Risiko gibt, wenn ein solcher Vertrag ausgehandelt würde. Und man weist darauf hin, dass dann die Nukleardoktrin der NATO Gefahr liefe, als rechtswidrig anerkannt zu werden oder man einfach politische Schwierigkeiten bekommt. In aller Offenheit wird das so formuliert. Das heißt, Beantwortung Ihrer Frage, dass eben die Kernwaffenmächte wie die USA sich nicht sicher sein können und sich nicht wohlfühlen bei diesem Verhandlungsprozess. Dass man natürlich sofort erstmal erklärt hat, man wird diesen Vertrag nie ratifizieren. Das ist noch bei der Annahme in den Vereinten Nationen passiert, also quasi automatisch. Diese Feststellung durch die westlichen Kernwaffenmächte zumindest, das ist ja klar. Aber diese amerikanische Demarsch und andere Verhaltensweisen zeigen, dass diese Dynamik, die mir sehr wichtig ist, die mit dem Verbotsvertrag jetzt in Gang gesetzt wurde, wo der Vertrag Ausdruck ist eines solchen Prozesses, dass die stört, dass sie einfach... die Kernwaffenstaaten sich nicht mehr länger so wohlfühlen wie bisher. Mit ihrer nuklearen Abschreckungskonzeption, mit ihren Waffenbeständen. Es gibt eine Parallele. Ich vertrete auch in einer anderen Organisation, wie es oft bei Friedensbewegten ist, dass sie mehrere Hüte aufhaben.
Ich habe in Deutschland die Sprecherrolle der Internationalen Koalition zur Ächtung von Uranmunition, IGPU, eine kleine spezialisierte Friedensabrüstungsbewegung. Und da haben wir auch erfahren, dass diese Munition militärisch sehr sinnvoll ist. Sie ist auch eingesetzt worden mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt in Irak, in Serbien, an anderen Stellen. Das aber, und diese Munition ist auch nicht geächtet, es gibt keinen Verbotsvertrag dazu, dass aber über diesen Prozess der ständigen Auseinandersetzung, auch über das Engagement der Medien, was ich jetzt mal einfach hervorheben will, was sich ja hier in dem Raum zeigt, die Staaten diese Munition nicht mehr so gerne einsetzen, obwohl sie billig ist, wirksam ist. Man nimmt sie aus den Arsenalen raus, über die Bewegung, über die Diskussion einfach, man zu diesem Punkt kommt, dann nehmen wir Alternativen. Und so sehe ich den Prozess auf einer viel höheren, viel bedeutsameren Ebene bei den Kernwaffen, dass wir mit dem Vertrag eben ein wichtiges Instrument haben, auf dem wir uns beziehen können, ob er nun in Kraft ist oder nicht in Kraft ist, ob die Staaten den ratifiziert haben oder nicht, was technisch völkerrechtlich natürlich ganz ein wichtiger Punkt ist. Aber man kann die Regeln benutzen, man kann sozusagen darüber publizieren, in Zitate einbauen, den Vertrag mit diesen Feststellungen, die so wichtig sind. Ja, und das ist unangenehm. Und das wird über die Jahre auch zu Veränderungen führen, da bin ich sicher. Ich würde noch ganz gerne auf die Frage eingehen, weil mir auch noch ein Gedanke dabei wichtig ist. Also warum war das eine Gefahr? Ich glaube, da muss man sich betrachten, dass Atomwaffen viele Funktionen haben. Und vor allem eine ganz, ganz wichtige, und das ist gar nicht so sehr die rein militärische Funktion von Atomwaffen, die ist eigentlich relativ gering, sondern Atomwaffen bedeuten Macht und Prestige. Und darum geht es sozusagen, den Status Atomwaffenstaat in Frage zu stellen, was dieser Vertrag tut, es zu ächten, bedeutet, den völkerrechtlichen Status der Mitglieder des Sicherheitsrates, der Atomwaffenstaaten insbesondere, der Hegemonialmächte sozusagen des 20. Jahrhunderts in Frage zu stellen. Und das ist das, was sie nervös macht, weil es verbunden ist mit einer bestimmten geopolitischen Konstellation, in der diese Mächte eigentlich gerade eher im Niedergang sind, an Einfluss verlieren. Das heißt, wenn so eine große Gruppe an Staaten, die sich sonst immer diesen Mächten in verschiedenen Fragen, in verschiedenen Konstellationen angeschlossen haben, sagen, eine Grenze ziehen, stellt es die Grundlagen der Weltordnungspolitik, die auch auf dem Besitz von Atomwaffen beruhen, in Frage. Und das macht diese Staaten so aggressiv. Und in diesem Zusammenhang ist es ja auch nochmal interessant zu schauen, welcher dieser Riesen besonders aggressiv reagiert. Und die Abstimmungsergebnisse in den Vereinten Nationen haben gezeigt, dass eben die Staaten, die nicht zu den alten Hegemonialmächten des 20. Jahrhunderts gehören, sich enthalten haben, also China, Pakistan und Indien, und dass auch China sogar das Verbot begrüßt hat bei den Vereinten Nationen, während die USA und Russland und Frankreich am alleraggressivsten darauf reagiert hat. Das sind die Staaten, die am wenigsten das Schrumpfen ihres Wirkungsraums international bis jetzt verarbeitet haben. England ist es ein bisschen besser gelungen, weil es schon länger sozusagen zurückliegt, dass sie nicht mehr die erste Macht sind. Und es sind da auch ein bisschen moderater. Sprich, man muss sich halt anschauen, also im Grunde wollen da die Staaten den Riesen an die Eier. Und die Riesen, die sozusagen schon kastriert sind oder die sozusagen nicht mehr so potent sind, wie sie es einmal waren, sind diejenigen, die am meisten um sich schlagen. Das ist sozusagen der Hintergrund oder die Begründung dafür, warum so eine große Gefahr darin gesehen wird, warum die Reaktionen so stark sind. Sehr plastisch. So, jetzt Sie erst, dann Sie. Markus Gerlo vom Evangelischen Pressedienst. Ich habe zwei Verständnisfragen. Die erste ist, wie viele Atomwaffenmächte gibt es überhaupt oder Atomwaffenstaaten? Und die zweite betrifft diese Abstimmungsergebnis. Sie sagten ja gerade, dass sich viele enthalten haben. Hier steht aber eine Enthaltung Singapur. Wo sind denn die anderen Staaten? Wo werden die aufgeführt? Waren die gar nicht da in der Generalversammlung? Ja. Ich kenne das ja. Also es gibt 9 Atomwaffenstaaten. Es gibt die 5, die dann ja in Atomwaffensperrvertrag man sagt, anerkannt sind, also sie werden benannt als Atomwaffenstaaten, das ist USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Und dann gibt es die 4, die dann ja
nachgekommen sind. Das ist Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Israel hat nie zugegeben, dass sie Atomwaffenstaaten ist, aber das ist anzunehmen. Und also es gibt ja verschiedene Abstimmungsergebnisse. Das gibt ja also diese erste Abstimmung in der UN, ob es eine Verhandlung geben soll, also ob diese Verhandlungskonferenz stattfinden sollte. Und ich glaube, das ist das, was du meintest ja mit der Enthaltung von China, Indien und Pakistan und viele andere. Da haben sie dann ja gezeigt, dass sie dann ja nicht abgeneigt sind, dass es dieser Verbotsvertrag dann verhandelt wird. Die haben aber entschieden, nicht teilzunehmen. China hat auch mal gesagt, obwohl sie ein Verbot begrüßen, würden sie dann ja nicht zusagen, dass es denn in diesem Form dann verhandelt wird. Sie wollten das in der Abrüstungskonferenz haben, weil dort Konsens ist. Und also hier haben wir gesehen, in dieser UN-Verhandlungskonferenz in 2017 haben sie dann ja keinen Konsens erreichen können. Es war knapp davor. Niederlande hat es dann ja aber gesagt, sie möchten eine Abstimmung. Und da diese Verhandlungskonferenz unter den Regeln der UN-Vollversammlung abgelaufen ist, dann konnten sie abstimmen. Und deswegen kamen wir dann ja so mit dieser 122-1 Ergebnis. Die anderen haben sich gar nicht beteiligt. Also es gab eine Reihe, die sich nicht beteiligt haben, also alle NATO-Staaten und alle Staaten, die dann ja... bis auf Holland, bis auf die Niederlande. Bis auf die Niederlande, ja genau. Die Niederlande wurde dann ja mehr oder weniger gezwungen teilzunehmen, weil das Parlament dann so entschieden hat in Niederlande. Das war ja auch zurückzuführen auf die Arbeit der Zivilgesellschaft in Niederlande, die dann sehr gute Arbeit ja mit den Parlamentariern gemacht haben. Und aber es gab ja mal auch die Staaten, die dann ja unter sogenannten erweiterte Abschreckung, die nicht teilgenommen haben, wie Japan und Australien und Südkorea. Also insgesamt so ungefähr 40 Staaten haben boykottiert. Und dann gab es ja auch eine Reihe, die dann teilgenommen haben an die Verhandlungen, aber nicht am Ende abgestimmt. Das waren 13. Und wir nehmen an, dass diese nicht abgestimmt haben, weil sie diesen Druck gespürt haben von den USA oder anderen, auch von Russland, Frankreich. Also die haben ja auch Druck ausgeübt und wie gesagt, die Verbündeten der USA auch. Angela Ulbrich, ARD Hauptstadtstudio. Martin Schulz hat vor 2 Wochen das Thema ja kommentiert und angekündigt, als potenzieller Bundeskanzler die Stationierung der US-amerikanischen Atomwaffen komplett zu beenden in Deutschland. Wie kommentieren Sie das? Ja, natürlich ist das zu begrüßen. Das haben wir dann ja auch selbst auch angefragt bei Martin Schulz. Das wurde uns dann ja auch von Politikern in der SPD auch mal vorgeschlagen, dass wir ihn dann ja auch mal zunächst fragen, dass er denn, ob er diesen Atomwaffenverbot unterstützen könnte. Aber dass er denn jetzt erstmal also für mich ist das der erste Schritt in Richtung Deutschland unterstützt ein Atomwaffenverbot ist natürlich die Atomwaffen in Deutschland zu beseitigen. Ich finde es auch schade, dass das nicht besser aufgenommen wurde. Dann ja, ich denke, das war mutig, dass er das ja gemacht hat. Da Westerwelle dann ja auch mal diese Forderung gemacht hat und hatte ja in der NATO sehr viel Prügel bekommen. Und da weiß ich, dass innerhalb der Sozialdemokratische Partei deswegen wurde dann erstmal hands off gesagt, obwohl der Basis für diese Forderung steht. Das ist schon längst so, dass die Sozialdemokraten eigentlich wollen, dass Deutschland atomwaffenfrei ist. Und es war eher die Fraktion, die dann ja und vor allem Steinmeier, muss man da sagen, die dann jetzt erstmal zurückhaltend reagiert haben. Aber wie, kurze Nachfrage vielleicht, wie realistisch ist das denn,
bin in kürzester Zeit diese Stationierung eben zu beenden. Also das ist ja auch sehr taktisch platziert im Wahlkampf jetzt. Gerade auch, weil es so abweicht, zum Beispiel auch von Gabriel. Das bin ich. Also ich würde das nicht genauso bewerten wie Sie. Ich denke zwar schon, dass es auch ein Testballon war mit diesem Thema, aber ich teile hier die Einschätzung von Xancy Hall, dass so eine Positionierung zu Atomwaffen in der öffentlichen Debatte oft sehr schnell als unrealistisch und naiv dargestellt wird und dass es deswegen von Martin Schulz nicht taktisch gewesen sein kann. Weil dessen sind sich eigentlich alle Spitzenpolitiker bewusst und in verschiedenen Parteien wurde sozusagen von den Spitzenkandidaten sich ja auch dagegen entschieden, mit diesem Thema in den Wahlkampf zu gehen, obwohl es ja auch Parteien gibt, sozusagen wo das Thema Atomwaffen zur Ursuppe der Partei gehört, etwa bei den Grünen. Und sozusagen trotzdem keine Positionierung zu diesem Thema. Insofern würde ich diese Einschätzung, dass es taktisch war, nicht teilen. Ihr Zweifel kam mir daher, dass ich sage, naja, das ist doch total unrealistisch, das zu machen. Mit Blick darauf will ich ganz gerne was ergänzen, zu dem, was Frau Hohl zu dem Versuch von Guido Westerwelle gesagt hat. Ich teile diese Einschätzung nicht, dass es unrealistisch ist, aus mehreren Gründen. Also zum einen ist die nukleare Teilhabe innerhalb der NATO nicht verpflichtend. Man muss auch nicht Mitglied der Nuclear Planning Group sein und ganz viele Staaten nehmen auch nicht teil oder nehmen nicht so aktiv teil, die allerwenigsten, nur drei, also Niederlande, Belgien, Deutschland, sind in Italien noch welche stationiert, okay, vier Staaten nehmen überhaupt an der nuklearen Teilhabe so aktiv teil, dass sie Atomwaffen stationiert haben, das heißt, es ist eigentlich überhaupt gar keine Verpflichtung und es ist auch nicht Teil des NATO-Vertrages. Also rein rechtlich ist es kein Problem, es ist eher eine Frage des politischen Willens. Und politisch gesehen gab es eine Zeit, in der, und das war zu dem Zeitpunkt, als Westerwelle das vorgeschlagen hatte, in der es eine Chance gab, diesen Abzug zu realisieren, weil Obama die atomwaffenfreie Welt als eines seiner wichtigsten Ziele schon im Wahlkampf deklariert hat, was auch ein Novum war. Sowas hat es auch noch nicht, das hat sich auch noch kein Politiker sozusagen getraut. Und ich war damals in diesem Zusammenhang in verschiedenen Gesprächen mit Beratern der Obama-Administration und die hätten es begrüßt oder haben es begrüßt, dass Deutschland diesen Schritt gegangen ist. Es gab aber innerhalb der Obama-Regierung auch Widersacher und namentlich war das Hillary Clinton. Das heißt, die Realisierung, es hat etwas mit politischen Konstellationen, politischen Willen zu tun, hat natürlich auch was damit zu tun, wie stark der Druck ist, wie die öffentliche Debatte ist. Wenn natürlich keine öffentliche Debatte, kein Resonanzraum da ist, dann ist natürlich die Energie, die man einsetzen muss, extrem hoch und dann klappt es vielleicht nicht. Und im Fall, also es hat, und in diesem Fall mit dem Abzug der Atomwaffen war es eben so, dass es innerhalb der amerikanischen Regierung eine Spaltung in der Frage war, die man nicht durch eine Einigung des Lagers, sagen die das realisieren wollen, überwinden konnte. Und in Deutschland gab es das auch, die gleiche Spaltung. Also innerhalb der Bundesregierung gab es keine Einigkeit darüber und das war der Grund, weswegen es nicht passiert ist. Thomas de Maizière hat offen dagegen rebelliert, gegen den Außenminister. Das heißt, es gab innerhalb der Bundesregierung keine Einigkeit zum Abzug. Wenn natürlich keine Einigkeit und Entschlossenheit hinter einem politischen Projekt steht, in einer Koalition, kann es auch nicht realisiert werden. Insofern, das sind die Hintergründe, warum das nicht geklappt hat. Ich halte es nicht für unrealistisch oder naiv, die Atomwaffen abzuziehen. Sie erfüllen heute gar keine militärische Funktion. Die Trägersysteme erreichen nicht mal Moskau. Es sind total veraltete Trägersysteme, die noch den Kampfschauplatz des Kalten Krieges abdecken, also diese Zwischenzone, die heute für ein nukleares Szenario der Bundeswehr ausgeschlossen sind, warum ein Atomkrieg in Polen. Also und weiter, viel weiter reichen sie nicht. Ne? Weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich aber gerne das Angebot aussprechen. Ach doch, oh, Entschuldigung. Aber die Atomwaffen in Büchel werden doch auch modernisiert. Werden modernisiert, ja. Mit einem erheblichen Aufwand, ja. Und das hat auch weitgehend also symbolische Bedeutung, überhaupt diese Stationierung. Ja, es ist jedenfalls meine Einschätzung. Und also es ist schon dargestellt worden, man kann was ändern, man kann diesen Zustand in Büchel beenden. Wir haben auch versucht, mit juristischen Mitteln dagegen etwas zu unternehmen als Jalana. Es gab Gerichtsverfahren,
in Bezug auf den Standort, Anwohner fühlten sich bedroht durch die bloße Existenz dieser Bomben, die da gelagert sind, würden sie also unter Umständen bei einer militärischen Auseinandersetzung die ersten Opfer sein, oder man hat einfach eine Betroffenheit unterstellt. Die Verfahren haben bisher noch nicht zu einem Erfolg geführt. Sie zeigen aber, dass man durchaus, bevor politische Entscheidungen getroffen werden, auch mit rechtlichen Mitteln etwas unternehmen kann, was sehr aufwendig und sehr schwierig ist, aber eben als Juristenorganisation sind wir dabei, solche Dinge zu unterstützen und zu befördern. Nochmal, das Ganze ist in dem Prozess der einer größeren Dynamik zu sehen, auch Verlautbarungen oder Äußerungen, die hier schon zitiert wurden, man wolle sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen, stehen dann auf dem Prüfstand und muss man dann also auch hinterfragen. Aber nochmal gesagt, mit diesem Vertrag sind wir auf einem festeren politischen und rechtlichen Grund, um damit umzugehen, auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Zusammenhängen, beispielsweise dann auch wieder vor nationalen Gerichten, wenn es um Argumentation geht. Nochmal eine Nachfrage. Ist nicht auch diese Öffnung Obamas durch die Annexion Putins auf der Krim in ein anderes Klima umgeschlagen? Oder wie bewerten Sie das sozusagen, dass das Fenster mal mehr geöffnet war, um in dem Sinne zu handeln, aber durch die durchaus nicht legale Weise, würde ich jetzt mal sagen, Putins, sich ja doch diese Abschreckungspolitik, die sich dahinter verbirgt und ja der Grund von vielen ist, da nicht sofort zuzustimmen, größer geworden ist. Wie sehen Sie da eine Chance, sozusagen mit solchen Leuten dann auch umzugehen? Oder wie muss man das einordnen, was sich dadurch verändert hat? Ja, es ist in der Tat in dem Moment umgeschwungen, sozusagen, weil es gab ja mal diese Beschluss vom Bundestag von 2010, dass wir denn ja doch die Atomwaffen abziehen lassen, und man versucht in der NATO Konsens zu finden. Und Steinmeier hatte gesagt, im Bundestag, als nach der letzte, 2013 war der nach der letzte Wahl, dass das nicht mehr möglich ist, aus dem Grund jetzt, dass Russland dann ja in den Ukraine reingegangen sind, Krim annektiert, und auch das wissen wir dann ja auch, dass Putin offen damit auch gedroht hat. Und das ist tatsächlich die Hürde, dass dann ja auf einmal in der Politik in Deutschland nicht mehr diese Idee der Abrüstung dann ja, es wurde nicht mal salonfähig. Und wir sagen, dass das aber gar keine Antwort ist auf diese Eskalation, weder zwischen NATO und Russland noch zwischen USA und Nordkorea, dann jetzt zu sagen, wir setzen jetzt noch verstärkt auf nukleare Abschreckung. Und das zum Beispiel in diesem Spiegelartikel, dass sie sagen, dass sie tatsächlich dann ja vielleicht in Europa wieder nuklear aufrüsten. Und wir wissen, dass sie das ohnehin tun mit dieser modernisierten B-61-12, die schon geplant war, schon längst geplant, bevor irgendwas in Ukraine stattgefunden hat, wurde dann ja geplant, ab 2020 diese neue Atomwaffen in den NATO-Ländern dann ja zu stationieren, inklusive Deutschland. Und da ist dann eigentlich die Frage, und deswegen finde ich das wirklich begrüßenswert von Martin Schulz, zu erkennen, da muss man dann ja was entgegensetzen, dass man dann sagt, es wäre besser, dass wir dann insgesamt keine Atomwaffen hätten in dieses Spiel, so, weil solche Eskalationen, dann spielen dann die Atomwaffen nochmal eine eher so eine gefahrbringende Rolle als eine deeskalierende Rolle. Und Deutschland hat immer die Strategie, also auch Merkel, immer die Strategie eigentlich gehabt, zu deeskalieren, auch mit Russland. Und deswegen spielen für Deutschland eigentlich Atomwaffen keine Rolle, würde ich sagen. Und deswegen finde ich das gut, dass Martin Schulz das ja auch mal so sieht. Ich würde zur Ukraine-Krise auch noch ein Wort verlieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Also, dass es keine adäquate Reaktion ist, dann auf Abschreckung zurückzugreifen, hat Senzi eben dargelegt. Aber meinten Sie, dass sozusagen der Verzicht auf Abrüstung, auf Abschreckung Russland sozusagen, dass Russland leichter gemacht hat, die Krim zu annektieren, weil also meiner Analyse nach ist die Eskalation, die sich ja schon lange, also erstmal ganz klar, das ist völkerrechtswidrig, weil Sie das so vorsichtig gesagt haben, ich glaube, das bestreitet niemand hier an diesem Tisch, also ganz, das ist ganz eindeutig der Fall, dass hier Grenzen überschritten und Völkerrecht gebrochen wurde, aber trotzdem muss man ja sozusagen den gesamten Konfliktverlauf sich betrachten und dann untersuchen, was zur Eskalation geführt hat. Und es war sicherlich nicht der Verzicht auf Abschreckung oder vertrauensbildende Maßnahmen oder das Setzen auf Rüstungskontrolle, sondern es war, dass in den letzten Jahrzehnten, also seitdem zunächst Russland an Bedeutung verloren hatte, später wieder gewonnen hatte, Abrüstungsverträge vernachlässigt wurden, Zusammenschlüsse und Organisationen kollektiver Sicherheit eigentlich finanziell und politisch ausgeblutet wurden. Die OSZE spielte eigentlich gar keine richtige Rolle mehr, sozusagen der Gedanke der konstruktiven Sicherheitspolitik war ad acta gelegt. Medvedev ist ja sozusagen gegen eine Mauer gerannt, als er dann sozusagen auch einen Vorschlag gemacht hat und ein Konzept zu einem gemeinsamen Sicherheitssystem gemacht hat. Also wenn man sich das genauer anschaut, ist es eher so, dass in dieser Zeit die Grenzen eher ausgetestet wurden. Wie weit kann man gehen? Also eher im Sinne sozusagen der Aufrüstung oder gegebenenfalls Abschreckung. Und wie weit kann man seinen Einwirkungsraum oder Einflussraum vergrößern und die Dialogform und die vertrauensbildenden Maßnahmen an Gewicht, Bedeutung, politischer Relevanz verloren haben. Und so erklärt sich meiner Analyse oder Auffassung nach die Eskalation der Beziehungen mit Russland, die dann schließlich darin resultiert sind. Folglich bedeutet die einzige Lösung, wie man das sozusagen wieder zurückdrehen kann, wieder in Dialog zu treten. Das heißt nicht, dass man das nicht verurteilen soll und ganz klar einordnen soll, was passiert ist, aber dass man halt trotzdem, und diese Forderung würde ich zumindest mich persönlich anschließen, wieder in ein Gespräch kommen muss und es nicht so Bedingungen machen kann, dass sozusagen die Lösung, die man fordert, realisiert werden muss, bevor man miteinander spricht. Das wird meines Erachtens nicht funktionieren, sondern man muss erst ins Gespräch kommen und dann schauen, wo die Lösung ist. Noch weitere Fragen? Dann hätte ich mal eine Frage. Birgit Vogel, ich mache momentan eine Reportage über die Friedensbewegung. Mich wundert es halt irgendwie, dass da nicht irgendwie mehr Zusammenarbeit stattfindet, wie jetzt Büchel zum Beispiel, Rammstein, da komme ich jetzt her die Tage. Die Frage, warum sind jetzt Organisationen wie Sie jetzt da nicht vertreten? Ich denke, viele Friedensaktivisten kennen Sie gar nicht. Und warum findet da nicht irgendwie mehr Zusammenarbeit statt und mehr Öffentlichkeitsarbeit? Also in Rammstein habe ich Umfragen gemacht bei der Bevölkerung, die sehen da zum Beispiel überhaupt keine Gefahr. Die sehen nur ihre Arbeitsplätze. Und warum sind überhaupt auch die großen Medien nicht so präsent? Also wo hakt es da eigentlich? Also mal naiv gefragt. Also es ist ja schon Ausdruck von Koordination, Zusammenarbeit, dass wir hier am Tisch gemeinsam sitzen als drei Friedensorganisationen, Abrüstungsorganisationen. Und das ist auch ein Prozess, der mit diesem Atomwaffenverbotsvertrag zusammenhängt, dass man sich näher gekommen ist. Ich will auch nicht verhehlen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt zu dem Thema Kernwaffen, auch unter uns, dass Diskussionen stattfinden, dass es Spannung gegeben hat, dass beispielsweise auch die Jalana eher einen großen Vertrag haben wollte, eine Konvention zur Beseitigung von Kernwaffen, was der Vertrag ja noch nicht beinhaltet, der müsste dazu ausgeweitet werden. Aber dessen ungeachtet, nochmal ist dieser dynamische Vorgang da, der dann auch dazu führt, dass wir gemeinsam solche Dinge hier vertreten können gegenüber den Medien. Und ja, wir bemühen uns, sichtbar zu sein. Wir sind aber sichtbarer, wenn wir zusammen agieren, wenn wir zu dritt agieren, wie hier in diesem Moment, weil wir dann stärker ausstrahlen können. Es ist das Problem, auch aus ganz persönlicher Sicht, dass man mit Themen wie Kernwaffen oder Uranmunition oft so vereinzelt dasteht, dass auch so wenig bekannt ist, dass man da politisch kaum Veränderungen bewirken kann. Aber jetzt haben wir den Zusammenschluss jedenfalls hier zu diesem Thema und das ist ein Schritt vorwärts, auch für uns, auch intern betrachtet. Und der Rest liegt dann an der Öffentlichkeit, wie weit sie darauf reagiert, wie weit die Medien darauf reagieren, und da will ich nochmal wiederholen,
dass man mit Medienschelte überhaupt gar nichts erreichen kann und dass es gut ist, dass hier so eine zahlreiche Präsenz vorhanden ist. Und da kann man immer nur weiter sich bemühen und auch neue Arbeitsmethoden entwickeln, wie sie Icon beispielsweise zum Einsatz bringt, um auch junge Menschen stärker zu begeistern und zu erreichen. Dann ist es letztlich auch egal, welche Organisation man vertritt, ob man im Vorstand ist oder nicht im Vorstand ist oder so, weil wir haben gerade auch bei Jalana ein Alterungsproblem, aber dann geht es irgendwie vorwärts. Und für mich nochmal ist dieser Moment hier in dem Raum schon ein sehr positives Zeichen, in jeder Hinsicht. Ich würde gerne ergänzen, weil ich befürchte, dass der Eindruck kommt rüber, dass wir nicht zusammenarbeiten, aber das ist ja nicht so der Fall. Wir sind ja, also IPPNW auf jeden Fall ist ja Mitglied in dieser Bündnis. Büchel ist überall atomwaffenfrei jetzt und Sie tagen aber heute in Hannover. Deswegen sind Sie hier auch nicht vertreten, also nicht nur deswegen, das ist auch, dass diese drei große Organisationen Atomwaffen in ihren Namen haben, das, wo viele andere Friedensorganisationen, sie behandeln das als nur eine Thema unter vielen. Und Rammstein ist ja für die IPPNW auch ein Thema, aber es ist ja bekanntlich sind die Atomwaffen schon aus Rammstein abgezogen. Und das Thema heute ist, sind die Atomwaffen, deswegen ist das jetzt nicht. Ja, in Büchel waren wir dann ja auch also, vertreten, ganz groß sogar, dass ICAN und IPPNW haben dann ja auch teilgenommen, auch sogar an zivile Ungehorsam vor den Toren Büchels. Meine Kollegin Angelika, sie war ja auch dabei, dann kann sie auch ja noch mal fragen, wie das mal war. Das ist ein guter Hinweis, denn Sie sind ja noch im Moment hier, also ja. Wir können vielleicht jetzt auch noch an dieser Stelle abbrechen und wer noch Fragen hat, kann das auch in einem Sehr gerne. Sehr schön. Herzlichen Dank für Ihr Erscheinen und ja, bis zur nächsten Pressekonferenz. Danke. Danke. Dankeschön, einen schönen Tag. Okay, da habe ich jetzt ja hier im Gespräch den Herrn Wirl. Wirl von Ialana, ne? Das genau. War Frieden, also das waren Rechtsanwälte, glaube ich. So. Genau, also Juristin gegen Atomwaffen und für friedliche Konfliktlösung. Genau. Meine Frage war jetzt gerade in der Pressekonferenz ganz naiv gefragt, warum die Zusammenarbeit nicht so da ist oder warum Leute gefehlt haben in Rammstein oder Büchel und haben sie gerade gesagt, Wahnsinn, deswegen die kleinen Ringe unter den Augen. Genau, wir haben, also hier auch meine Kollegin und ich sind jetzt gestern gerade aus Rammstein zurückgekommen. Die Kollegen schlafen hoffentlich noch aus, die sind Sonntagnacht zurückgekommen. Aha. Und also ich glaube, das Problem für Außenstehende, die nicht aktiv in der Bewegung sind oder dann vielleicht auch für Journalisten, sich einen Überblick zu verschaffen, ist einfach, dass es historisch gewachsene Strukturen sind, die sehr, sehr undurchschaubar sind für Außenstehende. Also man muss wahrscheinlich ein Jahr erstmal in der Friedensbewegung bundesweit aktiv sein, um einen Überblick zu bekommen, was es überhaupt für vielfältige Aktivitäten und Akteure und Netzwerke, Strukturen gibt. Mhm. Und also wir haben vor 3 Jahren die Kampagne Stopp Airbase Rammstein gestartet. Wer wir? Das ist ein Kreis von circa 20 Personen aus der Friedensbewegung gewesen, die allesamt in verschiedenen Strukturen der Friedensbewegung aktiv sind und dort, sage ich jetzt mal, führende Positionen beinhalten. Mhm. Und da ist ja dieses Büro, glaube ich, dieses Stopp Rammstein ist ja auch in Berlin. Das wollte ich nämlich auch noch besuchen. Und ist das jetzt was, sind Sie da mit dabei, oder? Ja, das ist bei uns im Gemeinschaftsbüro mit drin. Also da haben wir so einen kleinen, versuchen wir Synergieeffekte letzten Endes zu erzielen. Mhm. Aber ich glaube einfach, also es gibt viele Strukturen, also zum Beispiel zu Rammstein haben wir versucht, bei den diesjährigen Protesten diesen Ausdruck, dass wir auch gegen Atomwaffen protestieren, weil die Kommandur für die Atomwaffen in Büchel in Rammstein sitzt. Das ist ja auch eine Sache, die nicht unbedingt jedem bewusst ist. Mhm. Ja, das ist einfach über das AIRCOM und über das NATO-Hauptquartier für die Luftwaffen der NATO in Rammstein dann auch einfach so wäre, dass ein Befehl aus den USA nach Rammstein kommen würde. Die würden den einfach an Büchel weitergeben. Mhm. Und dann der Fliegerhorst 35
losfliegen würde. Also das sind einfach die Prozesse und Abläufe und Kommunikationswege, die es da gibt. Von daher war es uns auch als Kampagne Stopp Rammstein so wichtig, auch diese Verbindung nach Büchel hinzuschlagen. Und am Donnerstag ist ein Bus aus dem Camp, aus dem Friedenscamp in Rammstein, nach Büchel gefahren, hat dort eine Sitzblockade gemacht. Das war ganz gut gewesen, so habe ich gehört, ja. Ja, also es wurden alle, quasi alle Personendaten von den Beteiligten wurden aufgenommen. Also okay. Für alle so ein kleiner, gibt es noch eine Urkunde quasi, eine offizielle, in Briefform, wahrscheinlich ohne Bußgeld. Aber ja, also das war uns einfach wichtig, da auch nochmal diese Verbindung, diesen Brückenschlag zu machen. Das ist uns dieses Jahr sehr, sehr gut gelungen, glaube ich. Mhm. Einfach dadurch, dass da 60 Personen das Haupttor des Fliegerhorst Büchels blockiert hat und sich hat auch von der Polizei wegeskortieren lassen. Mhm. Alles friedlich und gewaltfrei, aber ich glaube auch einfach eine schöne symbolische Form, nochmal einfach diese Verbindung auch darzulegen. Ja. Letzten Endes ist mir noch einfach mal wichtig zu sagen, wir sind einfach eine Bewegung. Wir sind keine Vollzeitbeschäftigen. Wir arbeiten hauptsächlich ehrenamtlich, auch mit vielen Freiwilligen und Helferinnen. Und ich glaube, dadurch ist es auch einfach so ein bisschen das Problem, diese Vernetzung nochmal viel deutlicher zu machen, weil wir eigentlich in der Regel immer damit zu tun haben, unsere eigenen Aktionen vorzubereiten und durchzuführen. Und dass da dann dieses Augenmerk auf Vernetzung nochmal mit ganz vielen anderen Sachen einfach untergeht, obwohl diese Strukturen einfach vorhanden sind. Und ob ich jetzt gegen Jagel protestiere oder gegen Büchel, man kennt sich und man arbeitet zusammen. Ja, nochmal, ja, man arbeitet zusammen, ja. Ja, also wir arbeiten zusammen, die Strukturen, die existieren, sind bekannt und die Netzwerke sind auch bekannt und man kooperiert da auch untereinander einfach zusammen. Mhm. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei in der Friedensszene, jetzt ungefähr eineinhalb Jahren irgendwie. Drum, ja, sehe ich das so halb als halb Insider und halb Außenstehender. Und mir kommt es halt manchmal vor, also viele sagen zu mir, ja, die Vernetzung fehlt noch irgendwo. Jeder kocht irgendwie so ein bisschen sein Züppchen und gut, da gibt es so nicht viele Reibereien untereinander. Ne? Und deswegen war meine Frage, warum da nicht zusammengearbeitet wird. Und vor allen Dingen, was mir halt auffällt, dass hier eigentlich ja kaum, ja, die Presse informiert ja eigentlich kaum groß. Also die Friedensaktionen, andere Friedensaktionen, die ich kenne, Friedensfeste zum Beispiel oder es gab ja auch eine Fahrt nach Moskau zum Beispiel. Es wird ja in den Medien darüber teilweise fast gar nichts gebracht. Ne? Und die Öffentlichkeit weiß ja eigentlich von der Kriegsgefahr, die eigentlich da ist. Also ich sehe da eigentlich schon eine ziemliche Kriegsgefahr momentan, eigentlich gar nichts. Also das Gefühl habe ich, also wenn ich Leute frage, dann sagen die meistens, also wir haben doch keine Kriegsgefahr. Dann würden wir das ja hören im Radio oder im Fernsehen. Woran liegt das eigentlich, dass da eigentlich die Medien hätten ja auch eine Verpflichtung, hier mehr zu bringen? Ne? Also die großen Medien. Woran das liegt, das ist ein bisschen spekulativ oder wird dann vielleicht auch ins Verschwörungstheoretische gerne abgeschrieben. Von daher finde ich, ist die Antwort einfach schwierig. Mhm. Also ich sehe schon eine Abhängigkeit von vielen Medien, erstmal von Wirtschaft. Also die Unabhängigkeit der Medien heutzutage ist, glaube ich, nicht mehr die Unabhängigkeit, die man noch idealtypischerweise als unabhängige Medien, als die fünfte Instanz ansehen müsste. Ja. Und ich denke, das macht es auf alle Fälle schwierig. Ich mache viel Pressearbeit für unsere Aktivitäten und der Druck, den jeder einzelne Journalist und jede einzelne Journalistin in ihrer täglichen Arbeit hat, also so über also mit den Zeitungs- oder Agenturmenschen, mit denen man dann in Kontakt hat, es ist einfach keine Zeit zur Vorbereitung da, kommt mir immer so vor. Es ist ganz schwierig, diesen Überblick zu bewahren an den unterschiedlichen Sachen, die da auf einen hereinprasseln oder die an einen herangetragen werden. Und ich glaube schon, dass es dann einfach auch bestimmte Präferenzen gibt, bestimmte Themen. Das hatte der Sascha Hach so als dieses Binnengefühl beschrieben. Da würde ich auf alle Fälle auch die NATO zuzählen. Also der Aufschrei gegenüber der 2%, des 2%-Ziels der NATO ist auch eigentlich überhaupt nicht da gewesen. Der kam mit Trump, obwohl das schon viel früher beschlossen wurde. Da ist auch der Name Clinton gefallen. Unter dir wäre ja auch dieses 2%-Ziel weiterverfolgt worden, weil es einfach eine strategische Entscheidung der NATO-Staaten von 2014, von dem Gipfeltreffen in Wales war. Man hätte es aber komplett anders präsentiert mit einer Präsidentin
Clinton anstelle mit einer mit eines Präsidenten Trumps, wo jetzt einfach diese Haltung ist, wir müssen uns emanzipieren, weil dieser Verrückte, überspitzt gesagt, dem kann man nicht über den Weg trauen, da ist alles möglich. So, wir müssen uns unabhängig machen, deswegen 2%. Und man hätte es, glaube ich, einfach mit Clinton anders verkauft und anders dargestellt, aber es wäre genau das Gleiche passiert, wie wir es jetzt einfach sehen. Ja, eben, die Kriegsgefahr sagen ja eigentlich unter Clinton viele größer an. Also viele haben ja gehofft, dass es nicht wird. Naja, also ich weiß, also das ist alles so im Reich der Spekulationen. Clinton ist auf alle Fälle auch ein Falke, die, glaube ich, bei keiner Intervention, die irgendwie ansteht, Nein gesagt hätte oder versucht hätte zu bremsen, sondern sie ist auf alle Fälle auch eine, die dem militärisch-industriellen Komplex sehr nahe steht und von der man auch keine Friedenspolitik hätte erwarten dürfen. Genauso wenig wie Obama eine intensive Friedenspolitik betrieben hat. Also unter Obama gab es auch 7 Militärinterventionen und der Drohnenkrieg wurde ausgeweitet. Und ich glaube, das ist auch ein systemisches Problem, das gar nicht unbedingt an der Person des Präsidenten liegt, sondern vielmehr einfach an systemischen Strukturen, die aufgebaut sind über Jahrzehnte. Und wenn man sich mit amerikanischen Friedensaktiven unterhält, die sagen einem auch immer, ihr dürft diese Parteienstruktur zwischen Demokraten und Republikanern eigentlich nicht als 2 Parteien ansehen, sondern denkt das lieber mal als eine Partei mit 2 Flügeln, die von mehr oder weniger denselben Personen Gelder zugeschanzt bekommen. Und da bewegt man sich dann schon wieder in Gedankenspielen, wo man vielleicht auch über Oligarchien nachdenkt und was die genau sind. Und dann kann man auch, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken, ist die USA eine Oligarchie oder ein oligarchisches System? Und wie demokratisch geht es denn da eigentlich zu? Und ich glaube, solche Fragen muss man sich, also sind wir auch wieder bei Atomwaffen, also da schließt sich jetzt hier der Kreis zu der Pressekonferenz auch ein bisschen wieder. Also wir sind einfach in einer Zeit, die sowas von undemokratisch ist und Atomwaffen ist der Ausdruck der Demokratiefeindlichkeit. Also es würde eine Person entscheiden, ich drücke auf den Knopf, ich drücke nicht auf den Knopf. Die wird von 3 bis 5 Personen von mir aus noch beraten. Und dann passiert das einfach, ob das jetzt Volkeswille ist oder nicht, interessiert einfach nicht. Also es ist ein Ausdruck von, also in diesem Prozess, wer hat da überhaupt das Sagen drüber, ist es undemokratisch, genauso ist es undemokratisch, was in NPT, also in diesem ganzen globalen Atomwaffenregime passiert, dass es einfach aufgeteilt ist in Staaten, die Atomwaffen haben und nicht haben. Und von daher bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass dieser Abstimmungsprozess, der aus der Generalversammlung eingeleitet wurde und dann auch zum Abschluss kam, dass der einfach zu einer Demokratisierung der UN beiträgt. Und da würde mich einfach von den Parteien im Wahlkampf interessieren, würde Deutschland unter egal welcher neuen Kanzlerin oder Kanzler, würden die vielleicht auch einfach davon absehen, ihre Bemühungen auszuweiten, in den Sicherheitsrat hineinzukommen, sondern vielleicht eher nochmal drüber nachdenken, welche anderen Demokratisierungswege gibt es denn, weil der Sicherheitsrat mit einer deutschen Beteiligung wäre einfach immer noch ein sehr undemokratisches UN-System. Und das wäre dann, wenn ich einfach aus Bewegungssicht ein bisschen fantasieren darf oder eine Vision entwickeln darf, wäre ich einfach sehr positiv angetan, wenn man dann diese Bemühungen innerhalb der UN auch einfach einstellen würde und nach gutem Vorbild vorangehen würde und sage, die Generalversammlung ist eigentlich genau das Gremium, was wir jetzt einfach weiter fördern und unterstützen müssen, um einfach ein demokratisches internationales Beziehungsregime aufzubauen und zu haben. Ja, und vor allen Dingen auch den Dialog vielleicht verstärkt auch mit Russland wieder aufzunehmen. Also ich denke mal schon. Fällt mir halt auch mal auf. Mit Russland ist da eigentlich, genau. Danke. Also ich finde eigentlich, ob das nicht vielleicht Sinn machen würde, dass man noch verstärkt wieder im Dialog mit Russland gehen würde, weil es kann ja auch nicht im Interesse von Russland sein, dass es zum Krieg kommt irgendwo, dass man hier, also ich sehe es jetzt von der Bevölkerung, also es gibt verschiedene Aktivitäten, wo man sagt, also man geht rüber nach Russland, man versucht Freundschaften zu schließen, also gerade die Völker müssen sich ja verbinden und aufstehen und sagen, wir wollen das nicht, ne? Und da fehlt mir das vielleicht auch von den Parteien irgendwo, dass es da noch mehr die Hand rübergereicht wird und sagt, ja. Oder wie sehen Sie das? Also
Deutschland, fand ich, hat schon versucht, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Einfach weil auch ökonomische Interessen in Russland liegen und auch sich viele der, also noch einer historischen Verantwortung bewusst sind, auch gegenüber Russland und als, ja, als ein Land, das zwei Weltkriege geführt hat, einfach auf Ausgleich zu setzen und auf Kooperation. Innerhalb der SPD sind sich bestimmt auch viele noch irgendwie dann Willy Brandt bewusst, der ja auch einfach diesen Ausgleich und seine Ostpolitik im Dialog mit Russland gesucht hat. Und ohne die Interessen und die Ängste der anderen mitzudenken in der Definition und Artikulation der Eigeninteressen, wird es auf diesem Planeten nicht funktionieren. Also da sehe ich auch einfach, dass wir ganz andere, größere Herausforderungen haben, die man nur gemeinsam lösen kann. Ja, also ich glaube, das wird eine Riesenherausforderung und OSZE-Prozess wäre zu stärken. Und ich fand jetzt die Idee einer atomwaffenfreien Zone Europas, die für mich Russland mit einbezieht, auch eine spannende Idee. Also man muss sich auch nochmal vor Augen führen, der NPT ist 2010 gescheitert. Es wurde 2010 im NPT-Abschlussdokument festgehalten, dass innerhalb des nächsten Jahres eine atomwaffenfreie Zone Mittleren Osten, eine Konferenz dazu durchgeführt werden sollte. Die ist einfach nicht gekommen. Da kam dann auch der Syrien-Konflikt mit dazwischen. Und daraufhin wurde nochmal intensiviert nach einer Alternativlösung quasi neben dem NPT-Prozess gesucht, um einfach auch mit einer atomaren Abrüstung voranzukommen. Und die atomwaffenfreien Zonen sind einfach wunderbare Beispiele, wie man auch einfach regional in der Geopolitik einfach aktiv werden kann. Und das wäre dann die Aufgabe von uns Europäern, als ein gemeinsames Haus Europa gedacht, in dem einfach aufgeräumt wird. Und also dieses Bild gefällt mir eigentlich sehr gut und das sollte man weiterverfolgen und da weiter dran arbeiten. Es ist wichtig, dass wir eben gemeinsam was machen. Und ich glaube auch, es wäre halt vielleicht dann zum Abschluss noch wichtig, dass halt, wie gesagt, die Bevölkerung mehr informiert wird. Also ich sehe es immer wieder, wenn ich Menschen frage in meinem Umfeld, die sagen alle, wir haben doch keine Kriegsgefahr, was soll denn das und so. Ne? Und die wissen halt relativ wenig drüber. Also wenn ich das schon wieder so höre, oder in Rammstein, was ich mitbekommen habe, da stellen sich ja die Nackenhaare. Ne? Und da die Bevölkerung mehr mitzuziehen und zu sagen, macht was, steht auf, gerade jetzt natürlich zur Wahlkampfzeit, wäre es nicht schlecht gewesen, Druck zu machen. Ne? Ja, ich würde mir wünschen, dass wir andere Nachrichten... Genau, was würden Sie sich wünschen? Ich würde mir wünschen, wir hätten andere Nachrichtenformate. In den USA gibt es Amy Goodman, die macht eine Fernsehshow jeden Tag um 20 Uhr, Democracy Now. Eine Stunde Nachrichten, quasi das, was die Intellektuellen oder die Progressiven in den USA sich einfach angucken. Und ich würde mir einfach wünschen, dass so eine Tagesschau vielleicht nicht 15 Minuten lang geht, sondern mal eine Stunde. Und dann würden wahrscheinlich auch bestimmte Themen einfach mit der gebührenden Zeit auch behandelt werden können. Ja. 15-Minuten-Format, das ist ja schon ganz offensichtlich, dass da einfach total viel verkürzt dargestellt werden muss oder gar nicht drinne vorkommt oder nur angerissen wird. Und wir brauchen, glaube ich, einfach viel mehr Formate, die Zusammenhänge darstellen und versuchen zu vermitteln. Und ich glaube, dann würden wir als Otto-Normalbürgerinnen und Bürger auch einfach für viel mehr Themen sensibilisiert sein und viel mehr Wissen transportiert bekommen und aufnehmen können. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Initiative zum Fernsehrat starten. Ja, wäre nicht schlecht irgendwie, weil ansonsten Vertrauen, also viele, wo ich kenne, die vertrauen halt auf die Medien und die sagen halt, wenn die Medien, vor allem die großen Medien, nichts bringen, dann ist ja auch keine Gefahr da und dann braucht man auch selber nicht tätig werden, wenn man sagt, geht halt auch mal auf irgendwelche Friedensdemonstrationen oder schreibt irgendwo hin, dann sagen halt viele, ja, für was denn, ist es doch gar keine Gefahr da. Also ich finde es schon sehr, sehr wichtig, ja, mehr Öffentlichkeitsarbeit noch zu leisten. Aber ihr macht ja schon eine gute Arbeit. Ja, wir geben uns Mühe und besser kann man es immer machen von allen Seiten. Ja. Okay, dann bedanke ich mich soweit. Dankeschön. Ja. Okay, jetzt habe ich im Gespräch die Frau Angelika Willmen, ich bin die Pressesprecherin der IPPNW, das sind die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges. Okay. Und Sie, das Thema war vorhin Rammstein und Büchel. Sie haben ja gesagt, dass jemand in Büchel Geburtstag gefeiert hat, ja? Genau, also wir waren
dieses Jahr, aber auch letztes Jahr in Büchel mit einer Gruppe von IPPNW-Mitgliedern, alt und jung. Aha. Und letztes Jahr hat ein Mitglied von uns spontan ihren 60. Geburtstag gefeiert in Büchel, hat noch Freunde mitgenommen, eingeladen in einen VW-Bus und dann sind sie runtergefahren nach Büchel. Aha. Und dann hat sie eine Torte gebacken für alle und dann haben wir ihren Geburtstag vor dem Haupttor des Fliegerhorstes Büchel gefeiert, wo heute noch 20 Atomwaffen lagern, US-Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe. Und das fand ich sehr richtig bewegend und schön, dass sie da ihren Geburtstag verbringt mit Demonstrieren und noch ein paar Freunde mitgebracht hat. Aha. Und das war eine richtig schöne Aktion. Bei schönem Wetter haben wir da auf dem Kreisel vor dem Fliegerhorst zusammen gefeiert. Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, und letztes Jahr, das hat ihr dann so gut gefallen, dass sie dieses Jahr dann wieder mitgekommen ist. Da haben wir, waren wir auch wieder mit IPPNW-Mitgliedern, bestimmt 40, alt und jung, und haben uns wieder vors Haupttor gestellt. Und da war sie wieder dabei, so gut hatte ihr das gefallen. Aha. Und dann hatten wir auch noch ein internationales Symposium, wo wir auch IPPNW-Mitglieder aus Schweden dabei hatten und aus Finnland und ein IPPNW-Mitglied noch aus den Niederlanden und haben da gemeinsam darüber geredet, warum in unseren Ländern, die ja alles NATO-Länder sind, die Regierungen sich so schwer tun, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Das kann man eigentlich als Außenstehender überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe sowas gar nicht. Naja, wenn man dieses NATO-Denken natürlich teilt, was ja die Regierung tut, dann gehört ja auch zu deren Verteidigungssicherheit, sogenannte Sicherheitspolitik, auch die nukleare, atomare Abschreckung. Ja. Und sie sind, die Regierung ist ja der Meinung, dass sie funktioniert. Wir sind der Meinung, man sieht ja jetzt an den aktuellen Bedrohungen, sie funktioniert nicht. Mhm. Dass man halt statt auf nukleare Abschreckung, auf Dialog setzen soll und auf eine Kooperationspolitik statt auf eine Abschreckungspolitik. Also ich denke mal, dass das eigentlich viele Länder haben wollen. Also ich denke auch, dass Russland da irgendwie schon auch kooperieren möchte. Auch sehen vielleicht viele ein bisschen anders, aber ich habe mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und das kann ja auch nicht in deren Interesse sein, dass wir einen Krieg haben. Also naiv gefragt jetzt irgendwo. Naja, unter Gorbatschow war es ja noch die Vorstellung von einem gemeinsamen europäischen Haus und ich weiß, dass Gorbatschow ja auch im Nachhinein, er hat ja viel Prügel dafür auch in Russland einstecken müssen, dass er so weit auf die EU zugegangen ist, aber diese Idee finde ich nach wie vor ist eine schöne Idee, dass wir gemeinsam in einem Haus sitzen und nur eine Sicherheit mit Russland, aber nicht gegen Russland erreichen können. Mhm. Und ja, im Moment ist die Konfrontation halt da zwischen Russland und der NATO. Aber ich hoffe, dass wir das wieder zurückdrängen können, jetzt vielleicht auch mit einer neuen Bundesregierung, dass es mehr wieder um Dialog und gemeinsame Sicherheitspolitik geht als Konfrontation. Mhm. Meinen Sie, dass da nach der Wahl irgendwie ein kompletter Change stattfindet in der Regierung in Deutschland? Naja, im Moment sieht es ja leider nicht danach aus. Mit der SPD könnte man ja schon hoffen, da gibt es ja doch einige Entspannungspolitiker, die noch die Denke von Willy Brandt, Entspannungspolitik, noch vertreten als Position. Da gibt es ja schon einige bei der SPD, sodass da ich größere Hoffnung hätte. Aber im Moment sieht es ja leider nicht danach aus, sondern das war eher Merkel behalten und vielleicht sogar noch mit einer FDP zusammen in der Regierung. Das wäre ja spannend. Ja, und wie sehen Sie überhaupt die Entwicklung der Friedensbewegung irgendwo? Also viele Friedensaktivisten sagen mir eigentlich, die schon länger dabei sind, dass die Kriegsgefahr steigt irgendwo und das Interesse der Leute sinkt eigentlich. Also es werden immer weniger Demonstranten, also bei vielen verschiedenen Aktionen. Sicherheitskonferenz zum Beispiel in München, da waren ja total wenige. Da waren, also viele Friedensaktivisten waren total enttäuscht und sagen, es kommt ja kaum noch irgendjemand. Woran liegt denn sowas? Ja, ich sehe es einerseits, andererseits. Also einerseits ist es natürlich so, dass jetzt nicht mehr die Riesendemos auf der Hofgartenwiese in Bonn oder dann hatten wir natürlich auch 2003, das ist ja noch nicht so lange her, hatten wir ja noch eine riesengroße Demo auch in Berlin gegen den Irakkrieg, was viele Menschen mobilisiert hat. Da sind ja eine halbe Million Menschen nochmal auf die Straße gegangen. Das zeigt, auch heute noch kann man die Menschen mobilisieren.
Aber bei dem Atomwaffenthema ist es so, dass wir jahrelang Nachwuchsprobleme hatten und dass sich die jungen Menschen überhaupt nicht für das Thema interessiert haben. Das war viel zu weit weg. Das hörte sich alles so nach Kalten Krieg an. Ja. Und da hat sich jetzt mit der ICAN-Kampagne, die die EPPNW auch mit ins Leben gerufen hat, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung der Atomwaffen, das sind jetzt auf einmal ganz viele junge Leute auch dabei, die sich auf einmal wieder für das Thema interessieren und Aufklärung machen. Da gibt es so eine Nukipedia, Spring Academy, da klären die darüber auf, was Atomwaffen überhaupt anrichten an humanitären Folgen zum Beispiel, was das konkret bedeutet. Aha. Und das ist neu und das gibt mir dann doch Hoffnung, dass halt auch da doch Interesse ist, auch bei den nachfolgenden Generationen, sind vielleicht andere Formen, die die wählen. Also vielleicht nicht mehr dieses auf die Straße gehen, sondern natürlich auch viel in sozialen Netzwerken unterwegs sein und Dinge posten. Aber es ist nicht so, dass es da nicht Hoffnung gibt, dass die junge Generation auch politisch aktiv ist. Also müssen wir ein bisschen Werbung machen für diese ganzen Organisationen eigentlich, weil ich glaube, die sind vielen doch nicht so bekannt. Also den Eindruck habe ich, also ich habe es einigen erzählt, dass ich hier Pressekonferenz sein würde, Friedensaktivisten, und sagen, kenne ich gar nicht. Ne? Also na gut, ich werde es ein bisschen bewerben. Ich habe sie eigentlich kennengelernt, muss ich sagen, das EPPNW, die Ärzte, von einem jungen Arzt, ich war auf der Fahrt Berlin, Moskau dabei, und der hat eben so eine Aktion gemacht mit so Schildern, wo jeder hochhalten konnte, wir sind gegen Krieg in den verschiedensten Sprachen. Genau, genau. Und das fand ich irgendwie so klasse. Und ich habe mir gedacht, und vor allen Dingen, wenn man das so in der Öffentlichkeit bringt, wie gesagt, viele nehmen es ja nicht so ernst, die Kriegsgefahr. Aber wenn man sagt, schau mal, das ist ein Arzt, weil ein Arzt glaubt mir ja in der Regel alles, ne, was ein Arzt sagt. Und wenn Ärzte sich da schon aktiv einsetzen, dass die Leute vielleicht sagen, Mensch, da ist ja vielleicht wirklich was dran, da ist ja wirklich gefährlich, ne? Also mal naiv ausgedrückt. Ne? Also es ist wirklich unterstützenswert, ja, vielleicht ist da ein bisschen mehr noch mitmachen bei euren Aktionen, ja. Ja, wünschenswert. Dankeschön. Bitteschön. Okay, ich habe jetzt hier im Gespräch die Frau Anne Balzer von ICAN. Genau, und ich habe jetzt gerade schon gefragt, der Unterschied zwischen, das eine ist die Organisation von Rechtsanwälten, das andere von Ärzten. Von Ärzten, was weggewandert ist. Genau. Und ICAN ist im Prinzip übergeordnet und ist nicht, also ist keine berufsgebundene Organisation, sondern weil eigentlich tatsächlich sehr verschiedene Leute aus sehr verschiedenen Hintergründen, die sich friedenspolitisch engagieren wollen. Genau. Und genau, ICAN ist noch eine sehr junge Organisation, ist seit 2014 ein eingetragener Verein und im Kern wahrscheinlich getragen von 5 bis 10 Leuten, die wirklich aktiv sich alle 2 Wochen treffen und Sachen organisieren, besprechen etc. Und haben aber von Anfang an gesagt, dass sie eben, also ICAN ist auch die deutsche Sektion einer internationalen Kampagne, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, da steht es ja auch. Und genau, also global gesehen mit den über 450 Organisationen in, ich glaube, 100 Ländern, haben wir eben den ganzen Prozess zu dem Atomwaffenverbotsvertrag, der jetzt im Juli verabschiedet wurde, begleitet. Und das war das Ziel von ICAN. Natürlich bringen wir uns, wenn das geht, auch auf lokalen Aktionen und auf lokaler Ebene ein. Aber der Gedanke war tatsächlich, diesen internationalen Vertrag zu einem Verbot sich da als zivilgesellschaftlicher Akteur mit einzubringen. Ah ja, okay. Genau. Und dann arbeitet ihr so, also alle 3 Organisationen eng zusammen, wenn ich das richtig verstehe? Genau, schon immer wieder. Also mit der EPPNW ist es sehr eng, einfach weil Xancy Hall auch in beiden Organisationen aktiv ist und die EPPNW auch eine Nachwuchs-, wie soll man sagen, also eine aktive Studiengruppe hat, die sich auch für das Thema Atomwaffen speziell interessieren und es da einfach immer wieder Schnittstellen gibt. Aha. Aber auch mit der Ialana, genau, konnte man ja heute sehen, genau, also versuchen wir ganz viel zusammen zu machen. Ja, super eigentlich. Aber ihr sucht noch Leute, die da sozusagen dann mitmachen, wenn ich das richtig verstehe. Genau, also wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, sich einzubringen, ganz verschieden. Also sowohl zum Beispiel am Mittwoch haben wir eine kleine Kundgebung, sowohl vor der nordkoreanischen als auch vor der US-Botschaft, einfach nur als Beispiel von, wir machen auch kleine Kundgebungen, Demonstrationen, Proteste und man kann sich in der Vorbereitung von solchen Sachen engagieren. Wir machen
ganz viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, schreiben Texte und Analysen. Also wenn man eher so der Analytische ist, der Sachen durchgeht und schreiben will, dann finden sich da ganz viele Aufgaben. Und genauso, was jetzt fürs nächste halbe Jahr und darüber hinaus ganz viel Raum einnehmen wird, ist politische Bildungsarbeit. Mhm. Das heißt, dass wir über den Vertrag und wie der zustande gekommen ist und was eigentlich die historischen und aktuellen Hintergründe sind, an Schulen und in Stiftungen etc. berichten werden, Workshops geben werden und einfach Leute für das Thema sensibilisieren. Das wäre ganz wichtig, ja. Genau, weil wir haben es ja vorhin besprochen, dass einfach die Öffentlichkeit nicht da ist oder nicht das Thema nicht so präsent ist, wie man sich das eigentlich der Relevanz nach denken würde. Und gerade in dieser jüngeren Generation von 20, 25 Jahren, der ich ja auch selber angehöre, ist es eigentlich kein Thema, wofür wir irgendwie auf die Straßen gehen. Also da sind andere Sachen, glaube ich, viel präsenter im Moment. Genau, und da wollen wir versuchen, die Leute wieder das Interesse zu wecken und zu zeigen, dass das eben zwar vielleicht irgendwie in den Hintergrund geraten ist, aber nicht weg ist, dieses Thema. Genau. Ja. Finde ich eine tolle Sache. Wenn Sie noch irgendwelche Botschaften rüberbringen wollen an die Zuschauer vielleicht? Ja, einfach mal googeln, www.iCanW.de. Auf Facebook könnt ihr uns folgen, auf Instagram, auf Twitter. Nur Snapchat haben wir nicht, aber ansonsten sind wir auf allen möglichen sozialen Kanälen vertreten und da seht ihr immer, was gerade läuft, wo ihr euch beteiligen könnt oder wenn ihr so einfach Lust habt. Gerade in Berlin haben wir alle zwei Wochen einen Stammtisch, da kann man vorbeischauen. Nee, nicht alle, das muss ich nochmal sagen. Gerade in Berlin haben wir alle sechs Wochen ungefähr einen Stammtisch, da kann man einfach vorbeischauen und sehen, wo man sich aktuell einbringen kann und ansonsten einfach über die Webseite Kontakt aufnehmen. Aha. Genau. Es wäre ja schön, wenn das so ein bisschen lockerer alles gemacht wird, ein bisschen cooler für die jungen Leute eben. Ich habe mir immer oft gedacht, es müsste mal wieder so eine Flower-Power-Zeit kommen. Ja. So alle ein bisschen Flower-Power-mäßig auf die Straße und sagen Peace, Frieden irgendwo, dass das wieder ein bisschen cooler, ein bisschen lockerer wird, ne? Ja, wir tun was wir können. Ihr tut ja doch schon recht viel. Okay, super, ganz klar. Dankeschön. Ja? Gut, jetzt bin ich hier im Gespräch mit dem Herrn Manfred Mohr von der Organisation? Jalana. Genau. Wir haben uns diesen Namen damals ausgedacht. Aha. Wir, das sind Juristen aus Europa, aus den USA, damals aus der Sowjetunion, 1988 in Stockholm. Aha. Da kamen wir zusammen, ich war Vertreter der DDR damals. Es gab Hertha Däubler-Melin von der bundesdeutschen Seite. Aha. Wir kamen zusammen, weil die amerikanischen und die sowjetischen Juristen meinten, man müsste ins Gespräch kommen. Es war damals die Hochzeit des Kalten Krieges. Mhm. Die Kontakte waren blockiert und da dachten diese Kollegen, also dann sollten Juristen wenigstens miteinander sprechen. Das ist ja eine gute Idee. Ja, eine gute Idee. Und worüber soll man reden? Über die Existenzfrage an sich der Menschheit, Kernwaffen, wie man Kernwaffen beseitigt. Aha. Deshalb dieses Treffen. Und deshalb die sozusagen Erfindung International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, Jalana. Mhm. Meinten wir, klingt schön, klingt wie so ein Frauenname und man sich merken, aber muss immer erklären, worum es geht. Aha. So ist das damals entstanden. Wie viele sind da dabei? Wie viele Juristen? Also damals war es eine Handvoll als sozusagen Einzelkämpfer. Und dann haben sich mehrere Organisationen angeschlossen. Das System ist so, es gibt die Jalana weltweit, als so globale Vereinigung. Und es gibt dann nationale Sektionen, Affiliates. Mhm. In Deutschland gibt es eine starke Gruppe, in den USA, in Italien, in der Schweiz, also in verschiedenen Ländern. In Russland auch? Gibt es da auch noch Zusammenarbeit momentan? Es gibt noch Zusammenarbeit. Es gibt einen Kontakt zu einem Völkerrechtsprofessor oder jedenfalls ein Akademiker, der in dem Bereich tätig ist. Früher waren die Verbindungen stärker, in Sowjetzeiten, sage ich mal. Da war das auch noch stärker vernetzt. Die Organisation Jalana ist nicht riesig. Mhm. Es kommt dazu, es sind einige Dutzend Aktive weltweit, die das Ganze tragen. Aha. Und wir haben dabei einen guten Ruf als juristische Fachorganisation, wie diese anderen berufsständischen Organisationen, IPPNW, Ärzte gegen Kernwaffen oder Kernwaffenkrieg, die sich in ihrem Bereich engagieren für die Ächtung von Nuklearwaffen. Und da haben wir eines auf den Weg gebracht, dass wir doch respektiert sind als so eine Fachorganisation. Es kommt ja nicht auf die Masse drauf an, sondern eben wie gut die Arbeit ist, die man, denke ich mal, leistet, ne?
Ja, es kommt dann aber auch auf die Ressourcen an, das ist der entscheidende Punkt. Haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen in der Friedensbewegung? Eigentlich immer nur wenige Leute, wenige wirklich aktive, auch weniger finanzielle und andere Ressourcen. Da muss man eben sehen, dass man das alles zusammenhält. Und da ist der Punkt, wenn man einen bestimmten Ruf hat und anerkannt ist, dann sollte man diesem Ruf auch gerecht werden, das Ganze ausfüllen. Mhm. Und das ist manchmal schwierig, wirklich die Kräfte zu haben, um die Arbeit weiterzuführen oder auf eine andere Ebene zu bringen. Mhm. Also wünschen Sie sich was wünschen Sie sich da oder was? Stärkere Unterstützung auch seitens also finanziell. Finanziell oder auf anderen Wege. Durch Regierungen, durch Organisationen, andere Organisationen, die teilweise eben stärker sind als wir, dass man da besser kooperiert und sich ja zusammentut. Mhm. Und deshalb habe ich auch gesagt, in der Pressekonferenz ist das hier ein gutes Zeichen, dass wenigstens diese drei Antinuklearwaffenorganisationen sich mal an einen Tisch gesetzt haben, zusammentun, um das Wenige, was wir haben, an Kräften zu bündeln und Sachen nicht doppelt zu machen oder zu wiederholen. Die schon stattfinden. Ja, eine feine Sache. Es tut sich ja langsam schon ein bisschen was, also wenn man das so sieht. Müsste halt nur mehr an die Öffentlichkeit noch geraten, das Ganze. Ne? Ja, wir haben in diesem merkwürdigen Zustand, dass es eine Kernwaffenkriegsgefahr gibt, die so groß war, die so groß ist wie noch nie vorher. Und im gleichen Moment haben wir den Verbotsvertrag zu Kernwaffen. Also sozusagen Koinzidenz der Ereignisse. Das eine ist sehr negativ und besorgniserregend, Stichwort Nordkorea, Stichwort Trump und Drohung des Einsatzes von Kernwaffen auch durch Putin in Verbindung mit der Krim-Annexion. Und auf der anderen Seite ist der Vertrag sozusagen out of the blue mit einmal da, relativ plötzlich, ein Riesenerfolg für die ganze Antinuklearwaffenbewegung im gleichen Moment. Und wir können das Thema über diese akute Bedrohungssituation auch besser transportieren in die Medien hinein. Nur der Vertrag alleine wäre nicht so interessant, ist auch kaum berichtet worden, dass der zustande gekommen ist. Aber jetzt in Verbindung mit diesen Säbelrasseln kommen wir mehr in die Öffentlichkeit. Ja. Wie Sie ja vorhin, glaube ich, schon gesagt haben, es geht ja nicht nur um den Vertrag, sondern es gibt ja auch so Völkergewohnheitsrechte, ne? Dass da manches dann schon greift. Das fand ich nämlich auch ganz spannend, ne? Dass man das ein bisschen ausbaut und sagt, ja, es ist Gewohnheit gewesen, ne? Oder? Es gibt Grundregeln, die Kriegführung betreffen, humanitäres Völkerrecht, der Internationale Gerichtshof hat das 1996 festgestellt, dass jeder Kernwaffeneinsatz illegal ist. Auch die Androhung des Einsatzes. Und Androhung des Einsatzes ist ja nukleare Abschreckungsdoktrin. Die ist damals schon juristisch in Frage gestellt worden, ohne dass es einen Vertrag gab. Der Internationale Gerichtshof hat einfach argumentiert mit den Prinzipien, die da sind. Und das nennen wir Völkergewohnheitsrecht. Es ist also Verhalten von Staaten, das sie als Recht ansehen, ohne das aufzuschreiben. Ohne daraus einen schriftlichen Vertrag zu machen. Ja. Und dieses Gewohnheitsrecht ist jetzt in den Vertrag eingeflossen und der Vertrag selber bestätigt die Grundregeln, die schon da sind. Deshalb kann man sagen, auch wenn die Kernwaffenmächte den Vertrag nicht ratifizieren, sich ihm nicht anschließen, was sie erklärt haben, werden sie nicht tun, das Gewohnheitsrecht erreicht sie trotzdem und bindet sie. Ja, aber was kann man damit machen? Man kann es dann anklagen oder? Man kann in der UNO die Diskussion auf eine neue Grundlage stellen, also praktisch Gewohnheitsrecht bestätigt durch diesen Vertrag. Man kann sagen, es ist ein Tatbestand, wer Kernwaffen einsetzt, begeht Kriegsverbrechen. Man kann daraufhin Verfahren lostreten, vor allem aber auch Hilfe einfordern für Opfer von Kernwaffenanwendung, Kernwaffentests. Das ist ausdrücklich im Vertrag geregelt. Mhm. Opfer sind zu unterstützen, die Umwelt ist zu sanieren und da hat man einen Aufhänger, um zu sagen, beispielsweise USA, Bikini Atoll, die Kernwaffentests, die damals stattgefunden haben, mit verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt. Mhm. Ihr müsst da jetzt das wieder gut machen und euch darum kümmern. Und weil all diese Wirkungen da sind mit dem Vertrag, unabhängig von der Ratifikation durch die Kernwaffenstaaten, ist den Kernwaffenmächten der ganze Prozess unangenehm. Und ich hatte ja schon gesagt, die USA haben ihre Verbündeten quasi bedroht, sich dem Vertrag anzuschließen und auch nur an den Verhandlungen teilzunehmen. Das haben wir schriftlich hier in dieser Broschüre, Arbeiter, kann man es nachlesen, haben die rumgeschickt als sozusagen Zirkularnote. Und sie haben auch gleichzeitig dazu gesagt, warum sie das nicht wollen, warum sie diesen Prozess nicht wollen, weil er ihre Doktrin losstellt.
Aha. Steht da schwarz auf weiß. So unglaublich, das kann man gar nicht fassen. Ne? Und das ist ein gegenseitiges Säbelrasseln, wie Sie ja wahrscheinlich sagen, wenn die USA da nicht mitmacht bei den Verträgen, beim Abrüsten, macht natürlich wahrscheinlich auch Russland nicht mit. Ne? Ja, das ist immer so ein bisschen eine Frage der Gegenseitigkeit. Auf der anderen Seite können auch Staaten vorpreschen. Es gab zum Beispiel einen wesentlichen Unterschied in der Nuklearkonzeption damals der Sowjetunion und der USA. Die Sowjetunion hat erklärt, sie wird Kernwaffen nur im Gegenschlag einsetzen. Mhm. Währenddessen die Amerikaner und die NATO doktrin war, auch eine sogenannte Erstschlagskapazität zu haben, also als erst zu Nuklearwaffen zu greifen, von wegen der russischen Panzerüberlegenheit oder der sowjetischen damals. Und die sowjetische Seite, auch glaube ich, bis vor kurzem nur unter Putin, hat gesagt, wir bleiben bei der Zweitschlagsüberlegung, also nur im Notfall und nur wenn wir angegriffen wären, mit Kernwaffen, dann würden wir zurückschlagen. Also es gab damals schon Unterschiede und Abstufungen. Die spannende Frage ist, welcher Kernwaffenstaat wird sich dem Vertrag als erster anschließen? Haben wir schon diskutiert unter uns. Und wir sind auf Großbritannien dabei gekommen, weil bei Großbritannien weiß man ja nie. Stichwort Brexit. Und auch die Kernwaffen sozusagen Verankertheit ist bei den Briten nicht so stark entwickelt, wie beispielsweise Frankreich. Frankreich würde also nicht so ohne weiteres auf nukleare Kapazitäten verzichten. Aha. Da sind sie ja sehr stolz drauf. Oder aber andere kleine Staaten. Dass sie sich nicht zusammensetzen können und sagen, Mensch, jetzt machen wir gemeinsam was. Ne? Also naiv gesagt, aber ich denke mir oft, also sagen wir, bauen jetzt gemeinsam ein bisschen ab, also die Atomwaffen. Ja, Sie haben schon recht, es müsste irgendwie gleichartig passieren. Der Vertrag hat übrigens Regelungen dafür, dass Staaten, die noch Kernwaffen haben, trotzdem dem Vertrag sich anschließen können. Normalerweise ächtet der ja die Kernwaffen oder verbietet sie, auch den Besitz schon. Aha. Da könnte man sagen, dann können ja Kernwaffenstaaten sowieso nicht Mitglied des Vertrages werden. Aber da sitzt so Übergangsregeln drin, wonach dann die Staaten, die noch Kernwaffen haben, sich anschließen und erklären, sie werden sie abbauen. Wir haben ein Verfahren, das wird dann geprüft und angenommen oder nicht angenommen. Also vom Vertragstext her könnte... Also dass man das langsam ausschleicht dann sozusagen. Genau, von heute auf morgen könnten Kernwaffenstaaten damit machen, wenn sie wollen. Wenn der Druck auch groß genug ist. Okay. Und der Part von Deutschland jetzt, weil Sie gesagt haben, dass Deutschland da vielleicht nicht mitmacht oder es nicht unterschreibt, also woran liegt es jetzt da eigentlich? Wir wollen doch die Atomwaffen eigentlich... hier weg haben aus Deutschland. Das ist ja, also ich habe es gestern in Ramstein oder die letzten Tage einigen Leuten gesagt, wenn es zum Krieg kommt, dann ist Deutschland wahrscheinlich ein Loch irgendwann, weil da wird wahrscheinlich der Erstschlag passieren mit den ganzen Atomwaffen. Dann warum machen wir da nicht mit? Na, weil wir gute Verbündete sind. Gerade gegenwärtig, also ja, in dieser spannungsreichen Situation mehr auf die militärische Karte setzen, leider. Das ist so meine Erfahrung, weil sie auch mit Friedensbewegung zu tun haben, mit der Innenansicht. Ich bin auch in einer Organisation gegen Uranmunition, gegen Uranwaffen aktiv. Koalition zur Ächtung von Uranwaffen, das sind so konventionelle Waffen, die mit abgereichertem Uran gehärtet sind, die die Umwelt sehr stark belasten und die Gesundheit der Menschen. Und darüber konnte man mit der deutschen Regierung bis vor 3, 4, 5 Jahren noch reden. Und die haben sich da auch einigermaßen engagiert. Und jetzt ist der Kontakt abgebrochen. Das ganze Klima ist viel, viel schwieriger geworden. Warum? Weil man meint, man muss sich gegen Putin positionieren oder die Welt ist komplizierter geworden und wir müssen wieder stark sein. Ja. Wie sehen Sie das? Weil viele sagen ja, Russland fühlt sich jetzt auch bedroht. Es hieß damals, die NATO weitet sich nicht weiter aus Richtung Osten und jetzt geht man eigentlich immer weiter an die Grenze von Russland, dass die sich natürlich da irgendwo bedroht fühlen. Also ich versuche da wirklich beide Seiten zu verstehen, dass die sich aber da irgendwo bedroht fühlen, kann man doch irgendwo auch nachvollziehen, oder? Das kann ich schwer beurteilen. Ich sehe nur einfach sozusagen ein Aufschaukeln auf beiden Seiten. Mehr oder minder, jetzt kann man fragen, wer hat angefangen oder wer hat mehr Schuld oder weniger Schuld. Und natürlich aus meiner Sicht ist die Krim annektiert worden durch Russland. Gar keine Frage, diese sogenannte Abstimmung war mehr oder minder eine Farce. Aber wie man dann darauf wieder reagiert oder man kann also, wie wir das schon vorhin hatten,
deeskalieren nur auf beiden Seiten oder in einem bestimmten Prozess. Und da ist eben gut, dass wir jetzt einen Vertrag haben, also Völkerrecht, auf das man sich beziehen kann. Weil Völkerrecht und diese Regeln des internationalen Rechts sind ja neutral. Also sie gelten objektiv für alle Seiten. Und da ist eben nicht hinnehmbar, dass, um auf Putin wiederzukommen oder die russische Führung, dass Putin im Zusammenhang mit der Krim über den Einsatz von Atomwaffen spekuliert hat. Also gibt es ja so ein Interview, wo er sich da so lax so äußert, ja, er hat schon mal an die atomare Variante gedacht dabei, so hingeworfen, Okay. Und daraufhin haben wir als Jalana, als Juristenorganisation, dem russischen Botschafter einen Brief geschickt und gefragt, war das wirklich so? Und wie stehen Sie denn dazu? Und wie verhalten Sie sich zum Atomwaffenverbot und so? Keine Antwort bisher. Aber das ist genau das, was wir als Juristen eben versuchen und machen, auch als internationale Juristen mit den Regeln argumentieren. Jetzt mal nicht zu sehen, wer steckt dahinter, sondern ist Völkerrecht verletzt oder nicht? Gibt es einen Grundsatz, den man beachten muss, ob man Putin oder Trump heißt oder mehr oder minder agiert, spielt jetzt keine Rolle. Auch Nordkorea ist an Völkerrecht gebunden, natürlich. Das stärkt unsere Argumente, also auch in der Friedensbewegung. Meine Erfahrung über Jahrzehnte, dass Juristen oft missverstanden werden. Ihr Anwälte oder Krümelkacker, ihr nehmt das alles so im Detail, so wörtlich. Und dann ist meine Reaktion, ja, das ist ja gut so. Weil wir geben euch anderen Friedensbewegten ja Instrumente in die Hand. Dann bezieht euch auf den Vertrag, auf die UNO-Charta, auf humanitäres Völkerrecht. Dann seid ihr nicht politisch aktiv, sondern ihr seid Vertreter des Rechts. Ja, ist doch cool. Ich finde es ganz cool, wenn Juristen da eigentlich mit dabei sind. Also ihr habt ein ganz anderes Wissen, was ihr eigentlich schöpfen könnt und beisteuern könnt. Aber es wird oft eben auch missverstanden oder wenn wir sagen, der Umweltschutz muss auch im Krieg eine Rolle spielen, dann sagen die, seid ihr verrückt geworden, wollt ihr jetzt saubere Panzer haben und dann können die auffahren, ihr spinnt doch wohl. Also, dann sagen wir oder in diesen Fachorganisationen, genau das ist der Punkt. Wir wollen, dass die Panzer überhaupt verschwinden oder bestimmte Waffen oder Kernwaffen, weil wir über die Umwelt argumentieren und sagen, der Krieg kann niemals Umweltschutz beinhalten. Wie soll man dann Krieg führen? Also wir haben gestern in Rammstein mit jemandem, mit Wolfgang Jung war das genau, dass man eben da bestimmte Sachen reinschreibt, wie ein Krieg zu laufen hat. Und haben wir gesagt, also eigentlich müsste auch eine Regel her, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Land teilnehmen dürfen, vielleicht 20 Leute pro Land. Und die sollen sich dann, weil man schränkt es immer mehr ein, dann kann man gleich sagen, Krieg ist generell doch nicht zielführend und man sollte es abschaffen, ne? Ja, die Regel des Völkerrechts ist, man darf keinen Angriffskrieg führen. Genau, da hätte ich mal eine Frage. Genau, das war doch ein Gesetz bei uns, ich weiß nicht mehr, in welchem Gesetzbuch, dass wir keine Angriffskriege machen dürfen in Deutschland. Genau, das haben sie doch geändert im Januar oder wurde woanders hin gepackt. Das wurde doch irgendwo rausgestrichen, dass Deutschland keine Angriffskriege machen darf. Paragraph 80a oder welche waren das jetzt nochmal? War das im Grundgesetz und ist jetzt ins Strafgesetzbuch gekommen oder so in der Art? Ach so. Jetzt weiß ich, worum es geht. Es geht um das Völkerstrafgesetzbuch. Aha. Da gibt es die Regeln des humanitären Völkerrechts sind da umgesetzt in einem besonderen Gesetzbuch, was sehr fortschrittlich ist und sehr modern und sehr, sehr rechtstreu, was da gemacht wurde. Und da ist genau der Punkt, dass das humanitäre Völkerrecht, also das Kriegsrecht, nicht unterscheidet, ob man Angreifer ist oder Verteidiger. Und das ist auch gut so, weil die Frage, ob jemand Aggressor ist oder verteidigt, ist oft schwer zu beantworten. Und jeder Aggressor behauptet erstmal, er ist Verteidiger. Hitler hat gesagt, es wird zurückgeschossen. Und dann kommt das humanitäre Völkerrecht und sagt, aber trotzdem, auch wenn man verteidigt, muss man Grundregeln beachten. Und die gelten dann für alle Seiten. Und deshalb ist es besonders neutral, besonders technisch auch dieses humanitäre Völkerrecht. Das verstehen viele Leute auch, die sagen, dann nehmen die also den Krieg hin. Und da ist auch wieder die Antwort, nein, wir nehmen die nicht hin. Wir haben Regeln für die Kriegführung, auch für den Einsatz des Roten Kreuzes, die ja besonders neutral und unparteiisch sind, und machen dadurch den Krieg unmöglich letztlich.
weil die Regeln kann man sowieso nie einhalten. Und wir versuchen das Ganze runterzufahren. Was ich vorstelle, man will Kriegführung, man kann es nicht, weil es so kompliziert ist von den ganzen Regeln. Naja, diese Regeln sind ganz einfach. Man darf keine Zivilisten angreifen, man darf nicht die Umwelt massiv zerstören. Also es sind Dinge, die offenkundig sind, die man praktisch aus der Moral schon ableiten kann. Oder aus einem gesunden Menschenverstand. Und die sind dazu Regeln gemacht worden und die binden jeden Kommandeur. Ich hatte eine Diskussion mit Xanti Hall vor kurzem. Xanti meinte dann die armen Kommandeure, weil sie alles beachten müssen und so. Ich sage, ist gut so. Ja, ist gut so. Nachher dürfen sie dann wirklich nur noch sich quasi mit einem Papierblock auf den Kopf hauen, weil alle anderen Sachen sind verboten. Ja, so und so versuchen wir, die Idee vom humanitären Völkerrecht, auch vom Roten Kreuz, den Frieden praktisch anzustreben, indem man den Krieg immer mehr verunmöglicht. Aha. Und indem man den Militärs sagt, das dürft ihr nicht und Uranwaffen sind verboten und Kernwaffen sowieso und diese Taktik geht nicht und dann wird der Spielraum geringer und kleiner. Ja. Und natürlich gehört der Krieg an sich abgeschafft. Ja. Aber da kommen wir nicht so von heute auf morgen zu. Deshalb machen wir diese Zwischenschritte und sehen uns als Friedensbewegung, indem wir mit unserem Fach argumentieren mit unseren Regeln. Ja. Sehr genauso mit den Drohnen, das war ja da in Rammstein so präsent, dass da die Drohnen kommen und dann geben ja die Amerikaner, glaube ich, teilweise sogar selber zu, dass da viele Zivilisten getötet werden eigentlich. Ne? Und das ist ja grauenhaft, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sowas auch noch zugegeben wird und weiterhin gemacht wird und sagen, ja, passiert halt. Ne? Ja, man hält es eben für besonders effektiv. Das ist genau der Punkt. Bestimmte Waffen, auch die Kernwaffen letztlich, also die Drohung des Einsatzes mit Kernwaffen, hält man für sinnvoll. Wirksam oder Uranmunition, diese speziellen Geschossarten, die sind gut, um Panzer zu bekämpfen, weil die sind so schön wirksam, die schlagen die Panzerung. Deshalb macht man es weiter. Und da stellen wir dann die Gegenfrage: Was ist dann mit den Folgen für die Umwelt und die Menschen? Habt ihr die auch im Auge? Dafür müsst ihr nämlich eigentlich dann zahlen. Steht auch jetzt in diesem Kernwaffenverbotsvertrag drin, dass die Staaten, die Kernwaffen benutzen, die sollen den Opfern vor allem helfen. Und so wird es manchmal auch in der Überlegung seitens der Militärs oder der Herrschenden eine Kostenfrage. Mhm. Der Devise, wenn ich jetzt für Uranmunitionsopfer zig Millionen nachher zahlen muss, dann ist das zu kostspielig. Dann nehme ich lieber eine andere Waffenart. Ja. Es gibt italienische höchstrichterliche Entscheidungen, wo Opfer von Uranmunition Millionen an Euro Schadensersatz bekommen haben oder die Hinterbliebenen, die Familien. Mhm. Ach, okay. Und so, das ist also ein Kalkül, wo das dann vielleicht mal Klick macht, bei Militärs oder politischen Entscheidungsträgern zu sagen, dann lieber nicht. Aha. Also die Uranwaffen sind beispielsweise nie in die Bundeswehrbestände eingeführt worden, weil man hat gesagt, das war eine gute Waffe und so, könnte man gebrauchen gegen die russischen oder sowjetischen Panzer. Mhm. Aber wir haben, das war in den 70er Jahren, wir haben hier eine Nukleardiskussion, schon seit langem eine Atomdiskussion in unserer deutschen Öffentlichkeit. Mhm. Und wenn wir jetzt noch mit Uranwaffen kommen, hat ja mit dem Atomzyklus zu tun, dann kriegen wir nur Stress. Also nehmen wir eine andere Waffenart. Mhm. Und das ist, was wir vorhin in der Konferenz auch hatten, die Rolle der Medien und der Öffentlichkeit. Das ist so eine Art extra Gewalt, die viel verändern kann. Ja. Das muss einfach mehr präsent sein in den Medien. Das ist berichtet. Und das finden halt alle sehr schade. Und sagen, wo sind sie denn? CDF oder wie sie alle heißen. Mhm. Warum bringen die das nicht? Und die Leute gehen halt danach und sagen, wenn die Medien nichts bringen, dann ist doch keine Kriegsgefahr. Was wollen sie denn immer? Aber es ist, wie es ist. Man kann sich immer wieder nur bemühen. Und heute war ein guter Tag dafür eigentlich. Muss ich sagen, CDF war da. Haben uns befragt und also mehr. Ja, haben mich auch ganz gewundert. Mehr kann man erstmal nicht erreichen. Ob die jetzt groß noch was bringen in der Reportage? Nee, die bringen es irgendwie bei Aspekte, also als so Kulturproblem. Aber ist ja egal. Und auch was der Spiegel schreibt. Also muss ich mir auf Kuschelkuss gehen mit dem.